So, jetzt läuft auch noch die Aufnahme. Nur falls hier wieder es irgendwo Stress gibt, eine Aufnahme zur Sicherheit. Wir waren das letzte Mal hier, haben gerade die Mission fertig gemacht, wollten jetzt zu Ende laufen und die Cutscene triggern. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Thief selbst zocken oder zuschauen soll. Wenn du die Zeit hast, es selbst zu zocken, kann ich es nur empfehlen. Alles klar, Moritz, ich wünsche dir eine gute Genesung. Zählt das als fertig rausgegangen oder ist das der Ausgang? Nee, das war der Hauptgang. Ups, ups, ups. Wir hatten jetzt einfach nur... Fliehen Sie aus dem Lager, genau. Hatten wir da irgendein besonderes Ziel? Also ich kann mich erinnern, ich hatte mir vorgenommen... Genau, wir hatten noch ein anderes Ziel. Ich hatte mir einmal vorgenommen, dass wir hier hingehen, an den Anfang, wo wir gestartet haben. Dass wir dann einfach irgendwie hier rüber, dass Garrett einfach durch das Haupttor wieder raus kann. Wie es aussieht, geht das aber nicht. Die andere Idee war, dass wir jetzt wieder in den Keller reingehen von diesem riesigen Gebäude. Da war nämlich der Abfluss und zu dem Abfluss hat Garrett nämlich damals... Wo kann man nochmal speichern? F10? Nee, F11? F11 war speichern. Und in dem Ding hier, ne, auch und so weiter. Hilfe, bitte, hoffentlich ist da keiner mehr. Wirst du Outlast 2 zocken? Ich glaube nicht. Bei Outlast 1 habe ich schon nicht gezockt und da habe ich mich ordentlich eingeschissen, deswegen. Also, ja. Oh mein Gott, schon 14 und noch keine Freundin? Genau, was ist los mit dieser Welt? Hab noch einiges zu tun. Alles klar, Schellmeier, ich wünsche dir viel Erfolg. Was auch immer du versuchst noch zu machen. Macht euch keine Sorgen hier, ne, mit Freundinnen und so weiter. Ich hatte meine erste Freundin, als ich 17 war. Deswegen... Ist nicht wichtig. Wenn es klappt, dann... Ich habe meine erste Freundin gehabt, als ich aufgehört habe, nach einer Freundin zu suchen. So, wo ich mir dachte, okay, weißt du was, scheiß drauf, kein Interesse mehr und plötzlich von selbst. Ding! Oh, okay. Deswegen. Aber gut, ich muss auch sagen, ich bin nie auf irgendwelche Partys gegangen oder... Ich bin vielleicht einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate mit Freunden abhängen gegangen. Sehr, sehr selten. Natürlich mit den Nachbarn bin ich so und so abgehangen, aber ansonsten so richtig unterwegs war ich nie. Ich habe immer gezockt. Also es hätte auch sein können, dass ich nie irgendwen irgendwo mal kennenlernen würde. Spielst du demnächst mal wieder ESO? Ach, die Diebesgilde ist schon draußen? Dann bestimmt. Kurze Info, irgendwo Kurzschluss im CPU-Kühler. Oh, verschmorte Stelle, Brocken 2 bestellt, CPU-Moment ohne Kühler aktiv. Oh, Hexilien, pass auf, dass du ihn nicht zu sehr belastest. Kannst du mal Dying Light spielen? Ich habe nicht Dying Light. Fand's aber schon immer ziemlich interessant. Ich habe es nur selbst noch nie gespielt. Man kann es ja auf der Gamescom versuchen, so als Gamer. Ja, klar. Ich meine, da sind auch noch viele andere Gamer. Und dank RTL wissen wir ja aber, dass alle Gamer natürlich ungewaschen sind und so. Das ist ja... Ist das immer noch aktuell, die Meinung von denen? Oder haben die mittlerweile das zurückgezogen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Dank RTL, da müsst ihr dann natürlich... ich habe RTL geschaut, das heißt, ich habe mich informiert. Es ist aber halt schade, dass alle Gamer so stinken. Das wusste ich vorher nicht. Aber jetzt weiß ich das. Und deswegen würde ich mich nicht unbedingt nach einem Gamer umschauen, weil ne, das ist ja... Ich meine, ich versuche immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was solche Sachen angeht. Und da ist das schon manchmal, ne? Ja, ja. Ich war auch erst 16, musste ja unbedingt auf eine reine Mädchenschule gehen. Ach, guck mal, das war's schon, tatsächlich. Okay. So, ich duck mich kurz weg, falls gleich ein Film kommen sollte. Jawohl. Oh! Heute, wie es aussieht, funktionieren die Cutscenes mal wieder nicht. Weird. Weird, weird, weird. Ist es normal, dass mir fast jedes Gitter jede Tür versperrt? Was meinst du?
dann werde ich mir die Cutscene gleich mal angucken. Ich werde sie gleich nochmal für euch aufrufen. Mal geht's nicht. Ich versteh's nicht. Nach RTL stinken alle Gamer. Ja, ich weiß nicht mehr. Das ist schon, ich glaube, es ist 2 Jahre her oder so. Da hatten die mal so eine Dokumentation rausgebracht, wo sie, ich glaube, es war auch über die Gamescom, wo sie so an den Gamern so rumgerissen haben. Sie so runtergespielt haben. Die Schweine! Aber ja, welche Sendung war das? Weiß ich nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Komisch, ich starte Thief so wie jedes Mal, ganz normal. Mal geht's nicht. Okay, pass auf. Wow, Hard und Experte ist genau gleich. Ich lasse es wieder so und ich starte erstmal die nächste Mission, nur mal auf Nummer sicher zu geben, dass da garantiert nichts kommt. Tatsächlich, ja, wir sind sofort hier drin. Okay, pass auf. Dann tabbe ich mal raus und öffne kurz für euch die Videodatei. Ist halt bitter, ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich gucke kurz hier in meine Missionsliste. Wir hatten gerade Mission B16 The Mage Towers, glaube ich. So. Da muss ich kurz gucken, wo ich das nochmal hatte. Steam Games, Steam Apps, Common, Thief, Thief Gold, Movies, so. Und dann, Moment, mach's mal leiser, ich guck mal kurz rein. Genau, passt auf. Ich zeig euch nochmal kurz zur Erinnerung. Da. So. Das war, ich habe jetzt Ton extra aus, das war so die Mission, die wir als letztes gemacht haben. Hier, mit dem Erdtalisman, die haben wir gemacht. Das war die B16. Genau. Dann kommt jetzt B9, die verlorene oder die vergessene Stadt. Das müsste dann das nächste sein. Hier. Et voilà. Au voilà. Au revoir. Oh. Okay. So. Hier kann, jetzt kann ich nur leider nicht verschwinden in die andere Szene. Das geht jetzt nicht. Gucken wir uns das zusammen an. Nächste Mission. Das Wissen um jene, die vor uns da waren, durfte weder verbreitet noch vernichtet werden. Seine Macht wäre in den verkehrten Händen ein gefährliches Werkzeug. Wäre aber auch ein Schutz gegen künftiges Unheil. Damals beschlossen wir, dieses Wissen zu schützen und die Schriften an sicheren Orten aufzubewahren. Aus dem Buch der Hüter. Die Hüter haben den Feuertalisman an einem Ort, den sie verlorene Stadt nennen, versteckt. Le Froschinkel. Die verlorene Stadt wurde vor vielen Jahren von einer Sintflut zerstört. Die Hüter haben den Zugang zur Stadt, einen Spalt am Grund des Flusses am Ostrand der Stadt, versiegelt. Wenn ich in der Bibliothek richtig recherchiert habe, ist dieser seltsame Stein, den ich gefunden habe, der Schlüssel. Außerdem habe ich eine Karte der Stadt. Sie ist so alt, dass die Ränder zerfallen, wenn ich sie berühre. Die Karte zeigt die Stadt, das heißt, wie sie einmal aussah. Ich hoffe, es hat sich nicht zu viel verändert. Okay. Ich bedanke mich vielmals. So. Jetzt habe ich nur nicht mitbekommen, weil ich habe den Chat versucht nachzulesen. Aber ich habe mitbekommen, ne, nur eine sehr alte Karte, sie ist schon kurz vorm Verfallen. Ist das der Bing Video Player? Nee, das ist der Media Player Classic. So. Hast du jetzt einen Termin für Pen and Paper festgelegt? Noch nicht, aber wir werden jetzt einen machen. Wir haben jetzt die längste Zeit erstmal noch gewartet auf Tiber und für die Charaktererstellung. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Wir werden jetzt die Runde ohne Tiber machen und vielleicht wird er dann das nächste Mal mitmachen oder so, mal sehen. Aber jetzt, wo ich das weiß, können wir einen Termin festlegen für Pen and Paper, ja. Ich muss mir vornehmen, eine Woche vorher nochmal alle Regeln durchzulesen und dann trotzdem erst einen Tag vorher anfangen. Ach so. Also ich werde, haltet mal auf Twitter Ausschau. Und auf Twitter werde ich auf jeden Fall das Datum dann ankündigen. Dort als erstes.
So. Papyrus. Auftrag an Sie handelt sich um Suche nach einigen Antiquitäten in der... Das ist nochmal ein extra Auftrag, oder was? Warum nicht? Heiltränke. Zur Sicherheit mindestens 2. Das ist der Teleportschlüssel. Weitkopfpfeile habe ich wieder 80. Gut. Gaspfeile, Seilpfeile, vielleicht noch einen dritten. Heiltrank nehmen wir lieber voll. Eiltrank ist mir egal. Lufttrank vielleicht just in case. Und der Rest in Wasserpfeile. So. Blitzbomben habe ich irgendwie nie benutzt, deswegen ist es mir egal. Will mir mal No Game No Life anschauen. Sehr gerne, Layla. Dann leg mal fest, Stone, ich höre. Ich muss erst in meinen eigenen Kalender reinschauen. Ich habe ja gesagt, ich bin am 11. Februar, am 11. März, also übermorgen, Freitagnacht bin ich weg diese Woche. Ich hätte echt gehofft, dass ich das früher gewusst hätte mit Tiber, weil dann hätte ich den Pen-and-Paper-Termin auf jetzt gelegt. Vielleicht machen wir dann auch diesen Freitag extrem kurzfristig. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Also diesen Freitag wäre die einzige Chance. Und, ja, also übermorgen. Oder, wenn es jetzt nicht spontan klappen sollte, dann ist der nächste mögliche Termin erst, wenn ich wieder zurück bin. Und das ist so am 25. März irgendwann dann. Und ab dann wieder. Aber ansonsten werde ich jetzt halt erstmal weg sein und dann müssen wir halt erstmal schauen. Wird Pen and Paper gestreamt? Ja. Also wenn wir für diesen Freitag alle Leute zusammengetrommelt bekommen, dann können wir es auch diesen Freitag machen. Alle über Discord zusammensetzen, eventuelle Fragen und so klären. Ja, das wollten wir auch noch machen. Extrem kurzfristig. Ja, ich weiß ja nicht. Hätte ja sein können, dass schon Abenteuerregeln und alles schon feststeht und erledigt ist. Und dass wir halt sofort losstarten können. Ich meine, wenn ständig Leute mir sagen so, ja, wann geht's denn los? Sag mal. Und ich sage, alles klar, jetzt geht's los. Und dann plötzlich, nein, ich kann nicht, nein. Nee, ich biete es ja nur an. Also entweder diesen Freitag oder dann Ende März, wenn ich wieder zu Hause bin. Bei der Homepage musst du aufpassen, dass du das Impressum richtig machst. Das kann nämlich richtig Ärger geben. Ja, also ich habe schon mal ein, zwei Homepages aufgesetzt. Nicht für mich, aber für andere oder für irgendwelche Projekte. Aber hast recht, ja. An Impressum habe ich zum Beispiel noch jetzt noch gar nicht gedacht, weil ich bin ja noch ganz am Anfang von meiner Homepage. Ich habe da jetzt noch nicht viel reingekloppt. Erstmal getestet, das überhaupt einzurichten und sowas. Dann lass es uns machen, wenn du wieder zurück bist. Alles klar. Wo wir gerade bei Thief sind, es wird eventuell einen Film geben. Oh, die Informationen sind noch wahnsinnig dünn. Drehbuchautoren sind schon bekannt. Interessant. Würde mich mal interessieren. Unter Panik die Regeln aufschlagen. Nein, nein, keine Sorge, dann machen wir das später. Ich will ja niemanden irgendwie zu sehr hetzen oder so. Jetzt habe ich noch so viel Geld, was mache ich damit? 500 kostet ein Gaspfeil, Jesus. Da, noch ein paar Wasserpfeile. Okay. Willst du mir noch irgendwas erzählen, Garrett? Wo bist du denn ab übermorgen? Ich bin bei Sabrina und danach bin ich bei meinen Eltern. Einerseits wegen Geburtstagen, andererseits ja meine Eltern seit 2 Monaten nicht mehr gesehen und würde halt gerne mal wieder vorbeikommen, halt besuchen und sowas. Okay, Garrett sagt nichts. Was ist unser Ziel? War das nicht irgendwie deutlich länger auf Fahrt? Suchen Sie den Zugang zur vergessenen Stadt? Erbeuten Sie einen Goldwert von 1500, bergen Sie die Medaillons der Hüter von der verschollenen Expedition, bergen Sie den Feuertalisman, verlassen Sie die vergessene Stadt. Okay. Dann, das ist die besondere Karte, die wir bekommen haben. Die alte, die uns irgendetwas sagen soll. Ich nehme an, das heißt Feuertalisman, das sieht aus wie eine Flamme oder so. Das heißt, hier kannst du Gerste essen. Das weiß ich, ich wollte wissen, welchen Charstone spielt. Einen Zwerg. Einen Zwerg-Geomanten. Und Raikos, Sarkasm, Überraschung! Jetzt nicht mehr. Warum hast du nicht gesagt, dass du das eine Überraschung halten willst? Nö, aber das könnt ihr ja gerne wissen. Details gibt's dann dazu, wenn es losgeht. Okay, pass auf. Dann, das sind die Ziele.
Wollte ich noch irgendwas gucken? Noch. Genau, ich wollte noch, wir haben ein Papyrus gekauft. Ich wollte das noch kurz aufschlagen. Sanga, lasst es mich wissen, falls ihr auf euren Streifzügen schöne alte Stücke findet. Vor allem rituellen Kopfschmuck oder Masken. Die Gold- und Emei-Arbeiten aus Zürich werden immer seltener und seid gewiss, dass ich euch zum reichen Mann mache, solltet ihr jemals Antiquitäten aus der Zeit der Altvorderen finden. Oh ja. Habe ich jetzt automatisch ein Ziel hier dazu bekommen? Nee, ne? Okay. Gut. Gucken wir einfach mal, was es so gibt. Hat keinen Plan von Pen and Paper, weil sie sozial unbeholfen ist und sich nie getraut hat zu spielen. Ach, Exilien, da hast du nichts verpasst. Pen and Paper spielen nur Leute, die sozial unbeholfen sind, also mach dir keine Sorgen. So. Jetzt stellt sich mir die Frage, einen ruckelfreien Stream sehen oder Dreamfall Chapters downloaden? Dreamfall Chapters downloaden natürlich. Super geil. Will mir wieder Garrett zu irgendeinem der Gitter einen Kommentar ablassen? Nein. Wenn du willst, downloade ich es für dich. Das geht. Kann ich da hochschwimmen? Nein. God damn it, Raikos! Ich vergesse, dass wir mittlerweile dieses Zitat-Feature haben. Ich muss echt mehr aufpassen, was ich sage. Oh, hier dieses... Wow. Hab ich es ernsthaft jetzt schon gefunden? Habe ich jetzt schon den Zugang zur geheimen Stadt gefunden? Ups! Warte, ich habe mal gespeichert und lass mich erstmal... Ich bin eigentlich nur random hier unten reingeschwommen. Sorry! Ich war aber noch nicht fertig, ich wollte da oben noch gucken. Ich muss Rationen sammeln. Garrett ist doch kein Lachs. Garrett, mein Name ist Garrett. Ich bin ein Fisch. Ich glaube, hier ist tatsächlich schon der Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Ich denke immer, ich kann sprinten beim Schwimmen. Nee. Lass mich kurz schauen. Ich will mal gucken, wo ich hier... Oh shit, ich habe kein Wasser mehr. Keine Luft mehr. Wasser habe ich zu viel. Hätte sterben können. Nein! What the fuck? Suchen Sie den Zugang zur vergessenen Stadt. Ja, das ist es. Okay. Dann lass mich kurz neu laden. Ich gehe hier erst später rein. Erstmal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Ich muss ja auch noch ein bisschen Loot abstauben und solche Sachen. So. Ich gehe irgendwo random rein. Ding, Sie haben den Eingang gefunden. Oh, ups. Noch nicht. Nun ist Slack frei. Ach, sehr gut. Hier war noch ein Haus. Häuslebaum. Oh, okay. Ein Rohr aus Metall. Willst du mal mein Metallrohr sehen? Oh, yeah. Ich wusste es, dass so viel Druck auf Dauer nicht gut sein kann. Oh. Stellt sich heraus, es gibt hier nicht mehr in diesem Stadtviertel. Ich wollte jetzt erstmal nicht noch umgucken gehen, und weil ich mir gedacht habe, ajo, hier wird wahrscheinlich noch Zeug sein und Loot sein und mehrere Gebäude sein. Gehe ich extra wieder raus aus diesem Wasserbereich und hier ist ja gar nichts.
Ja, hier war ich schon überall. Gut zu wissen. Dann gibt es nur den einen Weg. Außer ich habe irgendetwas anderes übersehen. Vielleicht kann ich noch hier rein. Nein, zu dick. Oh, warte. Ach, hier ist einfach eine Leiter, okay. Und rein da. Wieder da mit Käsebrot. Oh, nice. Ich meine die Twitch-Lags, nicht Performance-Probleme vom Spiel. Das ist mir ziemlich Latte. Ich habe nur mit einem Auge gelesen. Bei was? Die Framerate ist etwas ungleichmäßig, glaube ich. Liegt wahrscheinlich am Spiel. Also ich habe eigentlich eine sehr glatte Framerate hier. Ist es echt bei euch am Laggen? Also von der Framerate her? Vom Spiel her? Würde mich wundern. Bist du sicher, dass die geheime Stadt gut versteckt ist? Ja, mach dir keine Sorgen. Stone kommt angeschwommen. Hallo, Leute. Und die Runenwächter nur. God damn it! Ich dachte, du hast die gut versteckt. Aber Boss, ich dachte, die wäre gut versteckt. Oh, hier ist ein Luftloch. Schön aufladen lassen. Du bist für mich der weltbeste Streamer. Ach, Quatsch. Aber danke. Ich weiß es zu schätzen. Aber trotzdem, ach, Quatsch. Die Framerate ist konstant bei 12. What? Alles tut die. Okay, dann ist gut. So, ihr kleinen Zacker. Gott, ich verblute! Von kleinen Spinnen! Wo ist das Vieh? Fuck, Mann! Are you kidding me? So viel Schaden von ein paar Spinnen, weil ich sie nicht treffen kann, weil sie so klein sind. Goddammit. Ich hasse euch so sehr. Wo will ich jetzt lang? Da lang oder hier lang? Oh nein! Wollt ihr ernsthaft von mir, dass ich die Breitkopfpfeile benutze für diese Spinnen? Damit ich nicht so viel Schaden kriege. Aua, diese Spinne! Oh Gott, mein Zeh juckt jetzt ein bisschen. Aua! Stell dich nicht so an, Garrett! Ich höre wieder Spinnen. Wo? Fuck! Solche gefährlichen Spinnen. Warte, ist es hier... Ist es hier noch etwas? Oh. Mensch, Garrett, hallo. Ich wusste gar nicht, dass dir das gefällt. Ist sonst nichts. Einfach hier so ein bisschen... Schalala. Und ein bisschen... Scheißendreck. Und ein bisschen Dupidu. Nee, ich glaube, das ist hier nur, falls man runterfällt oder sowas. Und dann muss man jetzt wieder hier alles hochgehen, wenn man da wieder hoch will. Okay. Ja, nee, dann... Dann lass uns hier nochmal weitergehen. Hey, Spider-Man, Spider-Man, ich kenne den Text nicht weiter. Voll die Tollwut haben die. Ja, Mann, scheiße, Dreck. Kommt so eine Spinne, spring dich an. Pff, und du. Schön in Oblivion-Manier. Dunk. Ah! Was ist los mit dir? Es war nur eine kleine fucking Spinne. Ah! Es ist eine aggressive Spinne. Ah! Fuck. Fuck. Ich hasse euch so sehr. Yeah. Mein geskillter Zweikampf. Muss ich hier einfach alle Oblivion-Soundeffekte einfügen. Garretts große Liebe kommt, streichelt ihn ein wenig. Garrett, ich liebe dich über alles! Ah! Garrett, was ist los? Ah! Fuck! Was ist los, Garrett? Ich war zu viel in Tamriel! Jesus, ich kann jetzt schon gleich einen Heiltrank... Ups.
geskillter Zweikampf mit Spinnen, ja. Schade, dass Stone nicht unter Arachnophobie leidet. Nein, nein. Ich finde zwar Spinnen super eklig, also die kleinen gehen jetzt hier. Ich finde haarige Spinnen und dunkle, große Spinnen so... Aber ansonsten... Was ist ein 20? Ein 20-Euro-Schein hier. Ihr wollt mich nicht live erleben, hier bin ich lieb. Oh mein... Oh Gott! Skill. Tötet eine kleine Spinne. Skill. Oh, das sieht da aus, als ob es weitergehen würde. Moment. Da war noch ein anderer Weg. Fantreffen in Hamburg. Yeah! Ja, ja, macht ihr euer Fantreffen. Ihr macht das klasse. Ist alles zu weit weg. Wie heißt der große Bruder von John Cena? John 20er. Oh. Oh Gott. Was haben die denn hier für einen anderen Weg noch drin gehabt? Ich finde, ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, ob ich die haarigen oder die nicht haarigen Spinnen weniger mag. Ja, das ist die Frage, ne? Soll das mir Schaden machen? Der Effekt sieht so billig aus. Ich bin mir nicht sicher. Woo! Bestimmt One-Hit oder sowas. Fantreffen in Wien, genau. Was? Was für ein Fantreffen? Nee, die sagen nur wieder Sachen. Gibt jetzt Essen, musst du also selbst lösen. Was? Mit Fantreffen? Komm her, ich brauche Hilfe. Ach so. Jump in die Lava, Stone. Aber sterbe ich dann nicht einfach? Wie lange überlebt man im Lava? Antwort, das Spiel ist höchst realistisch. Gar nicht! Stone flirtet mich wieder von hinten rechts an. Was? Bist du wahnsinnig? Ich bin doch dafür bekannt, dass ich nur von hinten links anflirte. Hinten rechts. What the fuck? Wo bin ich hier? Wie können die Hüter diese Stadt nur geheim halten? Ja, ne? Wie können die nur? Ist doch voll offensichtlich, der Weg hier rein. Gut, dann bleibe ich erstmal bei dem Weg. Jetzt weiß ich nicht, bei welchem Weg es tatsächlich weiterging. Riesenstadt Ingo, mitten unten drunter. Ich wurde letztens ein Horrorjunge genannt und gruselig, weil ich mir Horrorfilme ansehe und dabei lache. Ja, das ist ganz schön schlimm, muss man schon sagen. Dann bist du ja wieder besoffen. Ab auf die Reeperbahn, also. Oh oh. Ist es eine Falle? Kriege ich einen Blitz ab, wenn ich drunter... Nein, das ist eine Lampe. Aufpassen. Wo ist das Viech? What? Ich hab doch gerade eben irgendwo ein Viech gesehen. Oh. Einfach in die Lava schmeißen. Diese Fenster erinnern mich wieder an Arctwend. Ich muss Arctwend auch irgendwann mal spielen. So. Ich mag meine Spinnen, wie ich meine Frauen mag. An Beinen unbehaart. Oh Mann. Ich auch. Sport kann was werden. Ah! Fantreffen in Istanbul. Auf geht's. Puh! Echt jetzt? Nach zwei harten Schlägen und zwei leichten Schlägen lebst du immer noch. Unfassbar. Mal Fantreffen in Istanbul, ich stehe alleine da. Yay, Leute, jetzt geht's los. Hallo, warum war niemand da? Voll enttäuschend, oh mein Gott.
Wie wär's in 3 Jahren, du und ich, der Film Tanz der Teufel mit Popcorn, einem schönen Kasten Bier, wie wär's Party? Ich glaube nicht. Tut mir leid. Wenn ihr hier in Oberbayern zu einem Fantreffen kommt, lade ich euch alle in den Biergarten ein. Oh. Gutes Bier und gutes Essen. Wenn du auch nach Istanbul kommst, Stone, mit den Käseplatten, dann überlege ich es mir auch zu kommen. Überlegen reicht nicht aus. Ich brauche... Puh! Warum? Willst du nicht fucking... Hallo? Bist du... Ist das irgendwie eine Evolution von den Viechern oder so? Ey! Du kleines Sackgesicht. Gott fucking... Wo bist du? Der rennt einmal durch die gesamte Halle. Die haben irgendwie einen lilaneren Rücken. Wie wär's mit Tomb Raider 2 im Stream? Wie kommst du auf Tomb Raider 2? So, ihr Säcke, kommt nur wieder her. Ist noch ein Weg? Oder seid ihr wieder hier rausgerannt? Taucht kurz aus dem Lurker-Modus auf und alle München-Kritiker in den englischen Garten einladen, dann wollt ihr nicht mehr heimfahren. Astra-Bier ist das Beste. Ich bin eine Bier-Nublette. Ich habe keine Ahnung von Bier. Ich höre das Vieh atmen. Wo ist es? Da! Komm zurück! God damn it! Wo? Fuck, Mann! Oh, leck mich! Dann gehe ich halt hier nicht weiter. Ich will jetzt mich jetzt nicht verlaufen, indem ich meterlang hier, ne? Hör auf, meine Mutter in deinem Stream zu verprügeln. What? War das Vieh deine Mutter oder was? Was? Essigknödel. Ihr mit euren Essigknödel. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Ach, okay. Der Gang verbindet sich hier oben mit dem Gang, wo ich vorhin drin war. Was sind Essigknödel? Weiß ich auch nicht. Semmelknödel kenne ich. Essigknödel kenne ich nicht. Und du willst ein Münchner sein? Kennst keine Essigknödel? Ich muss jetzt schon einen Heiltrank trinken, Mann. Warte, warte. Lass mich kurz den anderen Stöpsel ins Ohr stecken. So ein Sackgesicht. Murgata, what? Es waren doch 2. Fuck. Na also. Ich habe mich schon gewundert, warum das eine Viech, was zurückgelaufen ist, plötzlich so viel ausgehalten hat. Das waren 2. Das war ein ganz anderer gerade eben. Na, kein Wunder. Aber sind doch alles Heuchler da hier, München und so weiter. Oh man. Eine Autostunde von München entfernt. Muss noch Hausaufgaben machen. Wollte sie nach diesem Video machen, nach 15 Minuten merke ich, ist ein Stream. Ja, das ist natürlich dann wieder. Oh. Trotz aller Entbehrung freute ich mich über die Möglichkeit, die Stadt der Altvorderen zu erkunden. Ihre Gesellschaft war nach Schichten geordnet wie das Urgestein. Und scheinbar ebenso fest. Über allen stand der Kaiser, eine göttliche Figur, die nur vor den Göttern der Alten Rechenschaft ablegte. Das gemeine Volk bekam seine Kaiser nie selten zu Gesicht. Okay. Kennst du den Star Wars Fanfilm und darf ich einen Link dazu hier posten? Ja, du kannst den Link posten, aber kennen tue ich ihn nicht. Keine Fallen oder sowas? Aha. Okay.
war noch ein anderer Weg, da war noch ein Seitenraum. Essigknödel sind gleich Semmelknödel in grobe Würfel hacken und mit Essig und Zwiebeln anmachen. Hm, klingt interessant. Würde ich gerne mal probieren. Ich weiß nicht, ob es mein Fall wäre, aber ich mag eigentlich Essig. Pur in die Lunge? Hilfe, ich weiß nicht, welchen Anime ich gucken soll. Oh nein! So, hier war der andere Bereich. Diese angehenden Lichter sind ja Bewegungsmelder quasi, ne? Wenn du näher rankommst, geht es an. Erinnert mich an das eine Spiel, was ich mal programmiert habe, was ich auch auf den Channel hochgeladen habe, wo wir auch dafür gesorgt haben, dass die Lichter erst angehen, wenn man nah genug rangeht, um Performance zu sparen, dass es nicht zu viele gleichzeitige Lichtquellen im Level gibt. Schau dir Boku no Pico an. Oh Gott, nie. Vafilia weiß schon Bescheid. Netter Versuch. Oh, Boku no Pico muss das sein. Da brauche ich ja gar nicht erst aus den Semmelwürfeln Knödel machen. Hab zum letzten Mal erstmal Leber, zum ersten Mal Leberkäse gegessen. War eigentlich ganz lecker. Ja, ab und zu Leberkäse. Finde ich auch ganz gut. Bin ich gut, ja. Das, will ich jetzt zum Tempel oder will ich... Ich glaube, da draußen ging es weiter. Ist hier noch was anderes. In der Mission lernt man immerhin etwas zur Geschichte der Stadt. Nice. It's getting hot in here. Oh Gott, da sind zwei. Oh mein Jesus! Oh mein Jesus! Fuck! Wo sind meine Breitkopfpfeile? Shit. Ich muss sie irgendwie versuchen... ums Eck. Können sie auch schräg hochschießen? Ich weiß gar nicht. Irgendwie ums Eck lotsen. Boku no Pico, der beste Shonen-Anime, den es gibt. Wookies? Ganz genau. Kann ich sie kiten? Kommen sie her, oder? Es gibt nur einen Zugang, oder? Nicht, dass sie dann plötzlich von hinten kommen. Ich glaube, die kommen echt nicht mehr. Goddammit. Kennst du den Anime Rosen Maiden? Nein. Boah, dieser Clusterfuck da hinten. Oh, jetzt. Okay, kannst du schräg hochschießen? Ja, sie können. Fuck. Okay, das wird ein einziger Clusterfuck, die da kalt zu kriegen. Ich muss sie versuchen, irgendwie einzeln mir rauszupullen. Und dann sie einzeln fertig zu machen, weil das sind zu viele. Oder einfach dran vorbeilaufen, das wäre die andere Möglichkeit. Was benutzt du als Aufnahmeprogramm? Audacity für Sound und Fraps für Video. Mein Lieblingsanime ist Solomati Kanimonato Sirisan. Das gibt's gar nicht. Lauf! Ja, ja, komm her. Hier bin ich. Okay, komm ein bisschen näher. Kann man den Echsen eigentlich auch vorbeischleichen? Ob man vorbeischleichen kann, weiß ich nicht. Dafür ist es schon zu spät. Aber ich könnte versuchen, an ihnen vorbeizurennen. Oh.
Hier würde sich der Gaspfeil anbieten, meinst du? Hier der Gaspfeil? Aber ich dachte, der Gaspfeil wäre nicht besonders effektiv gegen die Viecher, weil die selber die ganze Zeit Gas rausrülpsen und sowas. Goddammit! Penner hat mich noch erwischt. Shit. Shit, bin voll drin. Fuck. Okay, aber wenn ihr den Gaspfeil schon so erwähnt, dann kann ich es gleich mal probieren vielleicht. Nein! Warte. Da müssten noch ein paar auf dem Haufen sein. Dachte, Gas mit Gas, wenn die aus Gas innerlich bestehen, dachte ich, würde das nicht viel Schaden machen, aber... Für die Weißwurst muss man noch das Ketchup mit Mayo vermischt werden. So, ja. Einer von denen ist schon stark verletzt. Der ist schon... Ne, jetzt brauche ich auch keinen Gaspfeil mehr. Das sind jetzt zu wenige da. Fuck! Ich glaube, ich gebe es auf. Ich probiere das irgendwie. Okay. Okay, die waren beide schon fast tot. Jetzt habe ich zwar nicht mehr viele Breitkopfpfeile, aber immerhin sind sie jetzt alle erledigt. Er hat mir Stress gemacht. So, dieses Mal ist nicht meine Schuld, dass gemordet wird. Achso, oh, fangt ihr schon wieder an? Goddammit. Unverbesserlich. Nice, nice, nice. Schriftrolle. Benir wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr die heiligsten Pergamente in das Archiv unter dem großen Tempelpalast habt bringen lassen, auf dass sie vor dem wütenden, feurigen Atem der Erde verschont bleiben. Heute Abend werden auch wir uns dorthin begeben. Seid nicht säumig. Ganz schön viel investiert, um die alle zu killen. Ja, ne? Ist das nicht großartig? Also vor allem Breitkopfpfeile investiert, aber ich dachte mir, vielleicht ist es auch nicht so wichtig, weil... Okay, und ich habe jetzt all meine Tränke verbraucht, aber die meisten Tränke habe ich schon vorher verbraucht gehabt. Dummerweise. Leider. Blöde Sache. Okay. Ich glaube, das nächste Mal renne ich einfach dran vorbei. Das ist ähnlich wie in Dark Souls. Manchmal ist dran vorbeilaufen die bessere Lösung. Und das ist hier ganz schön kacke hier. Du Penner. Kann ich irgendwie so am Rand entlang? Nein. Da mal. Ja! Kann ich in diese Höhlendecke die Seilpfeile reinschmeißen? Würde mich wundern, aber vielleicht geht's. Nope. Passiert etwas, wenn ich mit Wasser auf Lala, so Klassiker, Obsidian entsteht? Ich meine, man muss ja realistisch sein. So, obwohl bei Realismus würde ich Wasser in Lava reinschießen, würde es gleich eine riesige Verpuffung geben. Puff, weil das Wasser sich sofort in Wasserdampf wahnsinnig schnell ausdehnt. Aber na gut. Ich glaube, ich komme hier erstmal nicht rüber. Aber es sieht aus, als ob ich rüber können sollte. Da ist noch was. Oder ist da noch was? Ach nee, ich dachte, da hinten würde es so nach oben gehen noch irgendwo, aber ist gar nicht so. Ist nur ein Red Herring. Dammit. Der wahre Trank ist dein Herz. Leider bringt er nichts im Kampf. Da hast du recht. Okay, das sieht mir hier noch so auffällig aus. Wie so ein Griff, an dem ich ziehen kann, damit das Ding aufgeht oder was weiß ich. Aber ich kann nichts damit machen. Zuschauer, wir alle mit Sternchen Aktionen ausführen und Salat mit Käse, Schafskäse essen. Goddammit, LTW. Ich war noch nicht...
Habe ich die alle getötet für nix? Also ich frage einfach mal direkt im Chat, weil ich würde jetzt wieder rausgehen. Habe ich irgendwas übersehen? Also, na gut, der Loot war natürlich noch da, aber so viel war der Loot jetzt auch nicht. Goddammit, so viele Ressourcen. Ich dachte, es sah so geheimnisvoll aus. Ich dachte, es wird sich lohnen. Shit. I love you too, Stone. Laber nett. Du liebst nix und niemanden, sonst würdest du nicht ständig meine Lust auf Schafskäse erwecken. Goddammit. Zieh dich hoch, du olle Garette. Oh, da ist ein Diamant in der Ecke. Dort gibt es absolut nichts. Fuck. Okay. Yay. Goddammit. Oh, hier komme ich in den eigentlichen Stadtbereich rein. Ist jemand zu Hause? Garrett! Ist jemand zu Hause? My ass ist zu Hause. Hör auf, unerlaubt zu flüstern, Garrett. Wow! Warum war das ein One-Hit? Bei den letzten musste ich zwei kräftige Schläge und noch mehr Schläge ausführen. Garrett. Ab jetzt sprichst du nur noch mit meiner Erlaubnis, Garrett. Zweimal schon, ohne Witz, LTW. Redet ihr immer noch über die ganze bayerische Geschichte da? Was ist ein wahrer Bayer? Was ist kein wahrer Bayer? Vielleicht war das auch eins der Viecher, die mir am Anfang entkommen sind. Was für Geräusche? Ist da irgendwo ein Lavadrache oder so? Noch was? Ich bin wie ein Assassine. Sich die Beine bricht. Glaube, wenn du die Monster von hinten angreifst und das mit starkem Angriff triffst, dann tötet es. Meinst du? Ich dachte mir so, diese ganz unförmigen Monster lassen sich nicht mit einem Stealth-Kill töten. Weil unbemerkt angegriffen. Interessant. Dann lohnt es sich vielleicht doch. Ich dachte die ganze Zeit, Monster, es gibt keine Stealth-Kills. Warte, die Tafel habe ich vorhin gar nicht gesehen. Beim Vorbeilaufen. Kann ich das lesen? Nein, kann ich nicht. Warte, da ist hier Person, Leseschriftrolle für Gebäude. Okay. War das das? Nein. Ach so, nee, was mache ich da? Das war doch, ich meine meine Map. Ah ja, guck hier. Dieses Männchen mit Schriftrolle und Gebäude. Das ist das Gleiche, was da drauf ist. Und ich nehme an, davon leiten wir uns ab, dass wir gerade hier waren und jetzt gerade hier weitergehen Richtung Stadt. Okay. Okay. Im Discord war ich der Einzige, der dich verstanden hat. Musste immer übersetzen. Was war das? Ein Geräusch? Ich habe den Game-Sound heute ein bisschen leiser. Trotzdem hat er schon geschafft, mich zu erschrecken. Game-Sound. Wirf Käse auf die Monster ohne Beats. Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Oh Gott. Oh, Scheiße. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Den fand ich so schlecht, dass ich den schon wieder gut fand und ich muss mich selbst facepalmen. Oh Jesus. Oh Gott, Lava! Oh, this shit fucking Christ! Ich wusste es. Oh,
vorsichtig. Goddammit. So schlecht, ey. Ah. So schlimm, wenn man über was man selbst gesagt hat, irgendwie lachen muss. Ich will nicht über meine eigenen Witze lachen. Oh mein Jesus! Fuck you. Die Lava ist ja richtig bombastik, ohne Witz. Okay, so. Jetzt nochmal speichern, jetzt nochmal vorsichtig. Diesmal ohne sterben, bitte. Habe ich mich da vorhin nicht erst hochgezogen? Garrett! Warum geht das jetzt? War ich vorhin genauso am Rand? Ich glaub schon. Das ist nur einer der Wege, den ich jetzt gesehen habe. So. Wo führt mich das hin? Puh. Oh Gott! Okay. Ich glaube, du magst Wasserpfeile. Ich weiß noch, warte, kann ich auch Pfeile mit R? Nee. Weil mit R kann man Gegenstände ablegen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Deswegen dachte ich, vielleicht kann ich dann auch dadurch Pfeile ab. Da sind feuerballschießende Orbs. Hätte es auch einen anderen Zugang gegeben? Lieber schnell weitergehen. Oh Gott, jetzt bin ich einmal den einen Weg entlang gegangen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie alles hier zusammenhängt. Shit. Ich speichere lieber nochmal. Never know! Ist das der Bereich, wo ich vorhin drin war mit diesem toten Viech? Ich glaube schon. Die Feuerkugel ist aber das letzte Mal nicht irgendwie vorumgeschwebt. Hallo, ich bin eine kleine unschuldige Feuerkugel und ich werde dich verbrennen und zerstören. Wäre cool, im Real Life eine Anzeige von der Gesundheit zu haben. Ja, ne? Könntest du direkt sehen, was du brauchst? Oh nein. Shit. Zieh einen Pfeil auf, Garrett. Das ist doch eine Karte, Stone. Ja, ich weiß, aber so eine Futzelkarte da. Ich habe ein bisschen Angst. Warte, ich gehe mal dahin. Kann ich euch... Ich will... Zieh den Pfeil auf, Garrett. Ah, siehste, siehste. Easy, easy. Ah! Lass mich erschrocken. Ich wusste nicht, dass da noch einer ist. Gott, der mit. Warte, da war noch ein. Warte, da ist noch irgendwas. Wie komme ich wieder zurück? Ich habe keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme. Will ich überhaupt dahin? Okay. Was ist das? Zehn Breitkopfpfeile. Das macht wieder meinen Verlust wett. Sehr gut. Und das sind zerbrochene Schwerter. Okay. Sarcasm. Rykros ist ein bisschen hässlich, aber sonst ganz nett. Das darf man auch nur sagen, wenn man sich privat kennt. Ich kenne noch einige Leute beim Bund, Basuf. Die kommen dann zu dir, reißen dir den Arsch auf. Der Sprung müsste noch klappen. Ein Königreich für ein Amulett. Ho, ho! Alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle und bin super locker. Super easy, super locker, super geil. Ach, ich bin schon im nächsten Bereich. Nice. Ich glaube, ich habe irgendeinen Seitengang übersehen, aber ich mache erstmal weiter. Bäh. Weil Garrett fährt sich auch noch so ein bisschen wie ein Boot. Deswegen
Ach ja, okay. Nun wissen wir, wohin das verbindet. Sprich, ich drücke nach vorne und er ist dann immer so boing. Nur von dem kurzen nach vorne drücken. Boing. Immer beschleunigen, wieder langsamer machen. Das Schöne an der Mission ist, dass sie nochmal ein ganz anderes Setting hast. Ja, oh, ups. Ja, das stimmt. Ich mag es sehr, so dieses tempelartige, mehr Lava-Einsatz und sowas. Deswegen muss ich auch echt sagen, dass ich die immer noch der Meinung bin, dass ich die... Oh, ich höre was sich nähern. Dass ich immer noch die normalen Thief-Missionen besser finde als die Bonus-Missionen. Außer, das ist jetzt auch eine Bonus-Mission. Wo bist du, Mann? Ich höre dich. Ich höre da noch irgendwo was. Fuck! Okay. Bisschen Angst. Weil ich das Gefühl habe, dass die... Und jetzt bin ich wieder hier, okay. Weil ich das Gefühl habe, dass die normalen Missionen abwechslungsreicher und detaillierter gestaltet sind und die Gold-Missionen irgendwie hauptsächlich... Hauptsache groß, groß, groß! Wobei die letzte Gold-Mission war wieder in Ordnung. Nur die erste war so überladen, fand ich. Papyrus! Liebe Milo, die Stadt ist einfach zu gewaltig für mich. Genauso wie deine Säule, yeah! Für mich Landpomeranze. Ich war im Kolosseum des Kaisers, wenn du verstehst. Was für ein Spektakel, wenn du verstehst. Das Kolosseum ist größer als unser ganzes Dorf, wenn du verstehst. Die Jubelschreie, wenn du verstehst, wenn die Brücke unter der königlichen Loge ausgefahren wird. Gott, wenn du verstehst, wenn die Brücke ausgefahren wird unter der Loge, ja, sind ohrenbetäubend, ne? Riesige Tore öffnen sich bei mir, wenn du verstehst. Und die Streiter betreten den Kampfplatz. Waren sogar mehrere daran beteiligt. Nicht schlecht. Eine erhöhte Insel, aha, inmitten der Arena. Hunderte magischer Feuer schwimmen auf der Wasseroberfläche. Goddammit. Was ist das für ein Brief? Ich sah dort einen Gladiatoren, der mit ein paar Löwen kämpfte. Gekämpft hat, nehme ich an. Und der Sohn des Kaisers warf ihm einen Sack mit Gold hin. Ich erzähle dir später mehr, aber Sherrock ruft. Also, bitte was? Was für Lektüre? Goddammit. Was ist das hier? Was geschieht hier? Ich verstehe nicht. Meine unschuldige Seele versteht nicht. Ein normaler Brief, den du nun entjungfert hast. Warum? Was? Ich habe einmal angefangen und irgendwie hat dann alles Sinn gemacht. Nope. Das ist also die vergessene Stadt. Na, jetzt ist sie nicht mehr vergessen. Ich wäre fast noch reingefallen, weil er mich erschrocken hat, weil er angefangen hat zu reden. So, oh, was haben wir hier? Das ist die vergessene Stadt. Garrett. Oh, ist da ein Büchlein? Wir waren gerade an einem hohen, festgebauten Turm angelangt und beschlossen, den Talisman dort zu hinterlegen. Aha, den müssen wir auch noch holen. Hoher, festgebauter Turm. Da die Treppe zur obersten Etage schon vor einiger Zeit zusammengebrochen war, erwies sich der Aufstieg als ziemlich mühselig. Eric entdeckte ein Sims, das um den ganzen Turm lief und schlug vor, dass einer von uns den Talisman dort ablegen solle. Okay, also Sims hoch. Ist das der erste Thief-Teil? Ja. Hier war ich aber auch noch nicht. 13 Mal schon, ein Goddammit. Wie? Jetzt? Heute? Gerade eben? Alles verbindet sich. Ich muss schon wieder an Dark Souls denken. Ich bin so schlimm, ey. Was? Es hat sich verbindende Gänge? Dark Souls. Die Level sind ineinander verbogen und richtig gut. Oh mein Gott, wie Dark Souls. Das ist fast aktuell, ist das das gleiche Syndrom bei mir wie bei euch mit Oblivion. Oh mein Gott, ein Oblivion Easter Egg.
Oh, da hinten ist ein Raum mit blauer Decke. 14 Mal LTW, hör auf zu zählen! Nein, ich sag's nicht. Du machst mich verrückt. Höhlen wir einen Schweizer Käse, ja. Hilfe! Ja, scheiß auf Grammatik. Ohne die würden wir uns selbst im Internet nicht verstehen. Das stimmt. Ohne Grammatik würden wir uns überhaupt nicht verstehen. Die Grammatik muss natürlich nicht perfekt sein. Das ist nochmal was anderes. Aber so grundsätzlich, wenn die nicht da wäre, dann... Obwohl, könnte immer noch funktionieren. Wäre ein bisschen umständlicher, aber könnte noch funktionieren. Nice. Mehr Waffen gegen diese roten Kugeln da. Ist auf Steam unter Thief Gold zu finden, ja. Was für Geräusche? Nice. Ist okay. Oh Gott, ich bin schon so weit gelaufen, ich habe keine Ahnung. Bin ich hier noch richtig? Ist das in Ordnung? Dark Souls zerstört die Seele, dennoch macht es Spaß. Ja, das stimmt. Gib zu, du wolltest es gerade sagen, hast es dir aber verkniffen. Nein. Hallo, nein. Oh Gott, hier wird's dunkel. Kai? Höre Stimmen. Ich höre Stimmen, die immerzu etwas sagen. Doch ich höre nichts. Nee, Roschku, bei mir funktioniert das nicht, zum Waffe einstecken. Was Grammatik sein? Grammatik! So, warte. Ich brauche noch ein bisschen was zu trinken. Diese Hitze hier unten in diesem Loch macht mich ganz schön durstig. Durstig. Mein Deutsch ist guterer als deins. Ganz genau. So sieht's aus. Immer vor dem Chef im Geschäft. Ich finde, in der normalen Version war die Mission creepiger, da sie in Thief Gold ein paar Gegner ausgetauscht haben. Echt? Was für Gegner gab's hier in der normalen Thief-Version? Und was habe ich stattdessen bekommen? Ich finde, die Crabman würden sich hier mega gut machen mit ihren Geräuschen. Weil ihre Geräusche so creepy sind. Ich höre wieder Stimmen. Was willst du, Junge? Das Neri macht mich Meschugge, aber es macht süchtig, es zu streamen. Wie? Nice. Oh, das war meine Kiste. War das etwa eine unterhändige Werbung oder wie ist das zu verstehen? Da ist noch eine Treppe nach unten. Warte, vielleicht ist es nur eine einzige Kammer. Jawohl, nice. Das da. Oh, ich habe eine Tapete. Oh, Tapete, sehr gut. Tapete, Tapete, Tapete. Tapete, oh, nice, nice. Oh.
Information. Protokollchef Weitan an Fuquan Hüter der Schlüssel. Man sagt, Vatoran habe das Kolosseum keineswegs aus Pietät schließen lassen. Nach Jahr und Tag der Trauer wird Toran einen Weg gefunden haben, den Baugewinnbringend zu nutzen. Was seinem Vater der Jubel der Menge war, ist Toran das Klingen der Münzen. Den Schlüssel mit Vatarak zu begraben ist genial. Niemand wird ihn anrühren. Doch sollte es nötig werden, fällt er eben unter die Grabräuber. Unser neuer Herr ist gerissen. Dieser bescheidene Diener fürchtet um Karad-Din. Stehe, kein Wort, kein Problem. Kein Wort, kein Problem. Deine Let's Plays zu Nerim. Es zu streamen. Achso, du meinst mit Streamen anzugucken, oder was? Ah ja. Findest du heute sogar noch die Let's Plays zu Nerim? Sie sind noch gut, was? Das Haltbarkeitsdatum ist doch schon lange abgelaufen an den Dingern. Hier in der Goldmission gibt es, wie du gerade siehst, hörst, Magier-Expeditionen. Und in der Tat gab es im Original-Thief diese Crayman in diesen verwinkelten Ruinen, was bei den Klackern mega creepy ist und hinter jeder Ecke kann eins lauern. Ja, Freezy, siehst du mal, wir haben hier ein gutes Gefühl für Game Design. Nicht die Leute, die es hier überholt haben. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, jetzt war ich da im Loch. Warte, das führt wieder raus. Da ist das Loch. Hier geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Viele Gänge. Und dann gehen wir erstmal rechts von der Fackel entlang. War ich noch nicht. Genau. Working hard for the money. So hard for the money. Sperrt Epic ins Bad ohne Fenster ein. What? Niemand liebt mich. Immer diese Aufmerksamkeitsleute. Im Vergleich zu Oblivion ist Nerim deutlich besser, natürlich. Etwas. Du gehörst nicht hierher. Warum badest du in Lava, Junge? Du brauchst psychologische Beratung. Siehst du den Tod in der Dunkelheit? Ich bin... Ah! Fuck you! Puh! Goddammit. Ich habe noch keinen weiteren Heiltrank gefunden. Ab jetzt darf ich mich einfach nicht mehr treffen lassen. Okay, gehen wir zuerst Treppe runter. Also das dein Let's Play. Ja, ja, also das Let's Play ist auf jeden Fall besser, aber ansonsten ist natürlich Oblivion, das Standard Oblivion, besser als Nerim. So viel ist ja klar. Hier ist etwas, das nicht sein darf. Du kannst dich dem Unausweichlichen nicht... Oh, da steht ein Typ. Versuche nicht zu fliehen. Oh, Heiltrank. Warum hat diese Lampe einen Bewegungsmelder? Mach die Lampe wieder aus, ich will im Dunkeln sitzen. Niemand entgeht seinem Schicksal. Doch, ich, hallo. Denn ich weiß, dass ihr nicht schleichen könnt. Ist das ein Presslufthammer in deiner Hose oder freust du mich zu sehen? Was? Bohrt sich mit einem Presslufthammer, den er in seiner Hosentasche versteckt hat. What the fuck? Die sind sehr groß aus dem Bad raus. Ich bin erst bei Folge 188, habe noch einige vor mir. Deine Art, wie du Nerim spielst, ist einfach nur köstlich. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Ist das ein Presslufthammer? Woo! Ist zu eng. Fühle den Stachel meines Zorns. Fucking. Ich bin an der Säule im Gang hängen geblieben. Komm vorbei. Jetzt müsste ich genug Abstand haben. Oder so. Und dann. Versuche nicht zu. Du kannst mein Schicksal. Du kannst mein Schicksal... gut so. Suck it. Hast du eigentlich das Spiel The Culling? Nein.
Leider nein. Aber ich habe gesehen, dass es in letzter Zeit sehr gehypt wird von einigen. Seit gestern wird The Division gehypt, habe ich gesehen. The Division ist der neueste Shit. Aber ansonsten... Was ist das für eine Ritze? Habe ich irgendein Item für die Ritze? Warte kurz. Bleib stehen! Fuck. Falsche Maus. Die Schatten schützen dich nicht für immer. Scheint etwas zu sein, was einen Schlüssel braucht, sonst würde es nicht jedes Mal so ein Klickgeräusch machen. Die Schatten werden dich nicht schützen. Die Schatten enthüllen deine Feigheit, Eindringling. Ach, meine Feigheit. Und deinen Tod. Bohrt sich aus dem Bart raus. Rykros. Der Chat ist leicht homophob. Ah! Fühle meinen Stachel. Oh yeah. Ja, so sagen. Fühle meinen Stachel. Oder wahlweise. Magst du meinen Presslufthammer in der Hose? Oh Gott. Sonst ist hier nix. Wozu bin ich hier reingekommen? Da ist eine Ritze in der Wand, aber ich kann damit nichts machen. Dafür fehlt ja der Hebel. Ach so, okay. Gut, das ist mit so einer riesigen Maschine an der Decke verbunden. Irgendwas werden wir hier noch tun müssen. Objektophil. Homo erectus. Hieß Homo erectus nicht sowas wie der gehende Mensch, der aufrecht gehende Mensch? Oh shit. Mach's dunkel. Was macht man wohl mit Ritzen in der Wand? Tja. Entweder Münzen reinwerfen oder es ist ein Glory Hole. Wer weiß. Weil eventuell ist es zu schmal. Und ich bin creepy? Ich hab schon vergessen, was ich gesagt habe. Ach so, stimmt, ja, ich habe ja die Stimme benutzt, ja. The Division finde ich richtig cool, also schaue ich gerne mal ab und zu. The Culling wäre 100% ein Spiel für dich, denn das war, was der Sprecher dort sagt, wird dich zu Tränen vor Lachen zwingen. Ach so, ja, das habe ich sogar gesehen, den Sprecher habe ich mir angehört von The Culling. Der ist echt witzig. Ja. Suck it. Kannst du 5 Minuten mit Quietschestimme reden? Nee, die ist gerade heute nicht so gut geölt. So, geh baden. Haha. Ich wette, die können ihn trotzdem sehen, wenn irgendeiner der Feuermagier dran vorbeiläuft. Du solltest mal Epic erziehen und nicht mich. Was soll ich hier machen? Vielleicht die Fackeln ausmachen so? Wieder Zelda-Style, Was? Nichts ist aufgegangen? Dann lasse ich das Licht aber an, weil ich mag's heller. Nicht, wenn ich irgendwo mich an jemanden ranschleiche, aber sonst schon. Und jetzt? Wozu? Der Weg kann doch nicht umsonst gewesen sein. Gibt's da irgendwie eine Holzdecke oder sowas? Kann ich mir einen Seilpfeil da nach oben in die Decke schießen? Einmal hat es bisher geklappt. Oh, das ist ganz normale Steindecke. In eine andere Steindecke konnte ich es mal. Soll ich da rüberspringen? Geht theoretisch. Ich weiß nicht wozu, aber... Vielleicht hierfür. Einige der Sprünge sehen immer so unmöglich aus, bis man sie macht. Wie so vieles im Leben. The fuck? Warum reden wir eigentlich über Epics und Ananas 3mm Kampfstachel und Epic gleich mal 2 Meter bitte? 3 Meter natürlich! Ey, wenn dein Schlong 3 Meter lang ist, dann beneide ich dich auf keinen Fall. Wenn du eine Erektion kriegst, dann bist du instant in Ohnmacht gefallen, weil so viel Blut in dein Ding gepumpt werden muss. Ein so dermaßen langer Schlong, der tötet dich einfach nur. Beziehungsweise lässt dich ohnmächtig werden. Das ist, warum würde man so etwas wollen?
Charakter. Oh yeah, Baby, ich bin gleich bereit für dich, jetzt geht's los. Fuck. Verstehe ich nicht. Weird. Das Rüberspringen ist normal nicht so vorgesehen gewesen. Man muss eigentlich die Brücke mit dem Hebel ausfahren, den man findet. Ups. Tja, vielleicht auch nicht. Hier ist ein Gang rein. Ach, jetzt bin ich hier oben. Okay. Aber sicher, dass... Oh, nice, eine Maske. Sicher, dass es nicht vorgesehen ist, dass man so springt? Ich meine, die Springmechanik ist ja im Spiel drin. Vielleicht ist das einfach nur ein alternativer Weg. Who knows, who knows. Das Ganze erinnert mich an den Tempel des Schläfers aus Gothic 1. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Wo bin ich? Oh. Loot. So verzweigt. Ich habe eine Abzweigung habe ich ja bisher übersehen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dort der Hebel gewesen wäre. Also nicht übersehen, ich habe sie ausgelassen und bin zuerst in dieses Gebäude hier reingelaufen. Und dort könnte der Hebel gewesen sein, dort wo ich noch nicht lang gelaufen bin. Dann sollte man lieber keinen feuchten Traum haben. Ja, mit so einem langen Ding. Puh. Ich glaube, sie haben es aber in der Gold-Version gefixt, dass du trotzdem noch zurück kannst. Ah, sonst wärst du jetzt stuck. Naja, ich könnte ja einfach den alten Spielstand laden. Vielleicht ist er 3 Meter lang, aber dementsprechend dünn. Oh Gott. What? Oh what? Really? Lol, ich habe schon 1500 Münzen. Easy. Der Rest wird vielleicht nicht so easy sein. Okay, bin ich dann... Bin ich hier durch? Glaube schon. Wieso reden jetzt alle über die Länge vom Ding? Ich weiß nicht, das ist... Heute hatten Probleme. Meine Stimme versagt. Trau mich einfach nochmal ein paar Folgen zu fragen, lieber Stone. Den HD-Mod machst du immer noch nicht drauf, oder? Nein, ich hab doch gesagt, für Thief 2 will ich den HD-Mod benutzen. Thief 1 möchte ich komplett alles so sehen, wie es gedacht war. Habe ich doch ganz am Anfang schon gesagt, Mann. Hör mir zu! Nein, aber wirklich, ich wollte erst in Thief 2 den HD-Mod benutzen und Thief 1 komplett ohne spielen. Ich wollte, und weil Thief 2 ist jetzt... Also, ich habe zwar in Thief 1 so ein paar Texturen, die auch aus Thief 2 importiert wurden, glaube ich. Aber, ich würde gerne erstmal so quasi den kompletten Classic-Feel erstmal hier erleben. Weil wenn ich jetzt den HD-Mod drauf mache, dann werde ich ja die nächsten Level nicht mehr im Classic-Thief sehen können. Sondern dann halt mit dem HD-Mod. Deswegen, ich würde mir gerne alles komplett hier so reinziehen. Und danach hole ich den anderen Mod rein. Bei Thief 2 dann mit HD-Mod. Dann können wir das gerne pumpen, aber ich mag es eigentlich so. Ich weiß, das klingt vielleicht komisch, aber ich mag gerade so dieses classy Design, so sich das alles so anzugucken, wie es ursprünglich gedacht war. Gibt es einen SD-Mod für Witcher 3? Möglicherweise. Aber ich muss doch gar nicht hier zurückspringen über das Teil. Ich kann einfach außen rumgehen und mich dann so hui runterfallen lassen, dann bin ich auch hier drin. So, okay, dann, ich glaube, hier in dem Gebäude war ich jetzt überall. Dann fehlt mir der Hebel jetzt als nächstes, ja? Okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall zurückgehen und hier in diesem Stadtteil sollte nichts mehr sein. Hier. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Es ist eine Vermutung. Dein Real Life ist ein checkpointloses Spiel. Nicht immer. Wenn Real-Life-Checkpoints hätte, wo wären die dann? Also, okay, man kann natürlich nicht neu laden. Vielleicht ist Real-Life tatsächlich wie GTA.
Weil manchmal, wenn du draußen ohnmächtig wirst irgendwo und du Glück hast, dann wachst du im Krankenhaus auf. Obwohl, nee, in GTA wachst du vor dem Krankenhaus auf, nicht im Krankenhaus. Aber weißt du so, oh Gott, was ist passiert? Stehst auf, wo ist mein Geld? Warum bin ich im Krankenhaus? Obwohl, wenn du krankenversichert bist, das ist eher in Amerika der Fall, dass dann dein Geld weg ist, wenn du im Krankenhaus bist. Wie lange geht es heute? Das ist die Frage. Heute geht es so lange, bis ich zufrieden bin. Wer weiß, wie lange das dauert? Spielt auf 1080p. Ja, wie es ursprünglich gedacht war, ohne dass mein ganzer Bildschirm und solche Sachen ständig ihre Auflösung hin und her switchen müssen. Ich hab's schon gepatcht, damit es gescheit läuft und funktioniert, auf heutige Ansprüche einigermaßen. Aber ich wollte halt nicht alles hochpumpen, ja. Ich meine, ich bin ja sowieso, ich modde eigentlich fast alles, was ich zocke, aber das wollte ich so ganz classy spielen. Ich hab dir Nacktfotos über die Mail zugesendet, damit ich endlich Mod werde. Sehr gut. Die Mail kam zurück mit dem Absender NSA und zwar schöne Körperfigur, sollten sie aber nicht lieber an Unwürdige verteilen. Ich bin absolut würdig, da muss ein Fehler vorliegen, leider. Hier meine Handynummer, falls Sie Ihre Figur halten wollen und Batchport brauchen. 666 666 666 mit freundlichen Grüßen, Horst. Da frage ich mich, wer der Unwürdige ist, ja? Also bitte, ja? Ich meine, wer richtet sich schon so eine Handynummer ein? Das ist ja schlimm. War auch nicht so ernst gemeint, Stone, mit 1080p. Ja, ich weiß, dass es nicht von dir ernst gemeint war, aber ich weiß, dass es einige Leute ernst nehmen. Solche Sachen. Deswegen. Warum diskutiert ihr immer noch über Schlongs? Echt? Redet immer noch jemand darüber? WTF? Leute, WTF? Alles klar, Raikross, dann macht's gut. Spring in die Lava, da gibt es Käse. Habe ich schon probiert. War nicht gesund. Hat wehgetan. Würdest du Ohren des Drachen mal im Stream spielen? Ja. Sobald ich mit meinem Let's Play-Teil auf YouTube fertig bin, dann geht es weiter im Stream mit Ohren des Drachen. Weil ich es dann halt in möglichst wenigen Streams komplett durchdingsen will. 800 mal 600 damals Thief gespielt, war aber schon Stand der Dinge. Ja, damals hat 800, damals hast du auch einen 4:3 Monitor gehabt, ne? Deswegen, damals war die Auflösung normal. Deswegen. Glaube, war Horst Satan der Zweite, ja? So hört sich das an. So. Jetzt bin ich wieder hier, in diesem zentralen Teil. Jetzt ist die Frage, wie komme ich in die restlichen Teile der Stadt? Beziehungsweise, wo sind die? Genau, das ist hier auch neu. Hier war ich noch nicht. Da kann ich hochklettern. Wenn du magst, gib mir deine Stelle über Nacht. Weinend ins Bett springen. Keine Sorge, es wird nur 2-3 ODD-Streams geben. Ich will nämlich das zu einem befriedigenden Ende bringen. Oh, Jesus, was für ein großer, blauer... Wow! Money, money! Working hard for the money! So hard for the money! Was, die ganzen Dinger waren nur 300 wert? Oh, lame! Solche großen Saphire? Hallo? Alles fake, ey. Glas-Saphire hier. Merkt ihr am besten auf der Karte, wo du schon warst und wo noch was fehlt. Also, hier waren wir am Anfang. Dann sind wir reingekommen. Dann sind wir hier weitergegangen. Hier war der Teil, mit der, wo der Hebel gefehlt hat. Jetzt bin ich hier runtergegangen. Hier waren wir auch schon in der Stadt. Ne, wir waren hier. Dann sind wir hier runter. Dann waren wir in diesem Bereich. Ich weiß nicht, ob wir da im letzten Bereich waren, aber wir waren auf jeden Fall hier. Dann sind wir da runter. Dann sind wir da rein. Dann sind wir hier rein. Okay, jetzt ist halt nur die Frage, ob ich schon da war. I don't know. Oh Gott, warte, hier ist noch ein Vieh? Oh Gott! Du bist mir plötzlich so nahe gekommen, the fuck! Jesus. Oh, viel Erfolg, Lord my God, für deine Arbeit. Viel Erfolg.
Obwohl, warte, dann bin ich in seinem Bett, wenn ich ihn tröste, wenn er sich jetzt gerade ins Bett gelegt hat. Ganz genau, Hexillion, was zum Teufel machst du da? Ich glaube, du warst noch nicht in der Ecke, ja, ne? Ich glaube nämlich auch. Glaube, ich war auch noch nicht in der Ecke. Oh. Story. Eine Rede Meister Ruitans an die Gilde der Erleuchtung. Die Priester sagen den Unwissenden, dass die Erde um ihren verstorbenen Bruder Vatarak weint. Wir aber wissen, dass die Beben etwas Verhängnisvolleres bedeuten. Vulkan bricht aus, ist immer Scheißendreck für die Leute in der Nähe. Darak hätte auf uns gehört und die Stadt räumen lassen. Doch sein Sohn ist weniger erleuchtet. Heißt, er ist ein bisschen blöd. Die Gilde muss schützen, mit welchen Zauber- oder weltlichen Mitteln auch immer. Der Turm darf nicht einstürzen. Ich würde sagen, er ist nicht unbedingt der Erleuchtetste in diesem Raum. Du meinst, er ist eine Hohlbratze? Ja, genau. Tut mir leid, ich wollte das nicht so direkt sagen. Alles klar, kein Problem. Was für Projekte stehen danach an? Guck unterm Stream, da ist eine Verlinkung, die auf zukünftige Projekte zeigt. Da steht alles drin. Bis wann streamst du noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte heute eigentlich bis spätestens so 10:30, 11 streamen. Also wäre natürlich schön, wenn wir die Mission wieder hier fast fertig bekommen. Aber mal sehen, wie weit das klappen wird. Oh Gott, ich habe nicht drauf geachtet, wo ich langgelaufen bin. Magst du meinen Presslufthammer in der Hose? Habe ich das irgendwann gesagt? God damn it. Wann wurde das hinzugefügt? Um das Angedenken unseres verstorbenen Vaters und Königs Vatarak, Sohn des Himmels, zu ehren, wird das Kolosseum, das er für sein Volk errichtete, ein Jahr und einen Tag lang unbenutzt bleiben. Lass die Tore abschließen, niemanden feiern, während Himmel und Erde beben und um ihren verstorbenen Bruder weinen. So befehle ich es, Vatoran, Sohn des Himmels. Ah ja. Schon so ein feiner Kerl. Oh Gott, noch mehr Verzweigungen. Hör auf. Ach so, okay. Also führt alles irgendwie mehr oder weniger zusammen. Solange ich drauf aufpasse und jeden Weg entlang gehe, dann sollte das schon klappen. So. Stones Kurzzeitgedächtnis, der Wahnsinn! Ich kann nicht etwas aus meinem Gedächtnis abrufen, was nie in meinem Gedächtnis gespeichert wurde. Die Räume müssen hier so warm sein mit der ganzen Lava da. Hallo? Hallo, Schellmeier. Schön, dich wieder zu sehen. Ich laufe hier gerade ein bisschen verwirrt herum, gell? Ach, guck mal, jetzt bin ich hier über diese Brücke in diesen Extra-Bereich rein. Alles klar. Alles klar. Alles klar, alles klar. Alles klar, nix da. Ich habe Angst, dass mich irgendwas hinter den Dingern überfällt. Bitte nicht. Was zum... Sind das alles Gräber oder sowas? Warte, ich will jetzt eigentlich wissen... ob es hier auf den Dächern etwas gibt. Gibt es so viele Dächer? So viele Dächer? Stone hat bestimmt wie ich ADHS. Wieso? Wie kommst du da drauf? Wie kommst du denn da raus, mein Junge? Wo treibt sich Garrett denn gerade rum? In irgendeiner verlorenen Stadt? Vergessenen Stadt? Ach, hier muss ich sogar auf die Dächer. Da ist überall Lava. Alles klar. Oh Gott, da ist ein Magier. Welche Vision? Fuck. Hier ist es überall so hell, ich kann mich nirgendwo verstecken. Bitte seh mich nicht. Der stört diesen Ort. Oh, er hat mich wirklich nicht bemerkt. Was sagen du gehörst nicht her. Fuck you! Es schlägt wie ein sterbender Wind. Ich bin unverletzt. Narr.
Er schlägt wie ein sterbender Wind. Ich bin unverletzt. Na, ich komme nicht allein zurück. Pack! Ich sehe den Eindringling. Ich habe vorhin nicht mehr geschlichen. Ich muss es nochmal probieren, während ich schleiche. Nicht im Gleichgewicht. Die Vision war falsch. Was sagen wir denn dazu? Zu was? Zu den Kerlen, die hier rumlaufen? Ich spiele gerade die Skyrim-Mod Forgotten City. Nice. Lauf, Garrett! Ich werde... Ja. Komm, schnell. Ich habe mich an dem komischen Stein an der Ecke aufgehangen. Ich hoffe nur, es ist nicht dieselbe. Nein, bestimmt nicht. Außer irgendjemand hat gesagt, er hat sich von Thief inspirieren lassen. Ka-ching. Oh, was ist das? Oh, okay. Ist das? Oh, okay. Deckenrolle? Was ist das? Baut das Grab tief unter der Erde und füllt es mit allen Dingen, die ihm in der Tiefe Freude bereiten. Die Pracht soll unserem geliebten Herrscher folgen, um seine Größe zu verkünden, und wehe einem jeden, der seinen Schlaf zu stören trachtet. Der wird von unten, von oben und von dem, was direkt vor seinen Augen liegt, auf das Ärgste gefährdet. Ah ja. Seid ihr verlugt? Wir haben die Elementarwesen während unseres Aufenthalts sorgsam gemieden, erhielten jedoch heute einen schweren Schlag. Aus dem Nichts griff eine Horde von Wesen unsere Truppe an. Wir konnten sie mit den letzten verbleibenden Wasserkristallen abwehren. Das sagt ihr mir jetzt? Allerdings zu einem hohen Preis. Horch erlitt schwere Verbrennungen und wird die Nacht möglicherweise nicht überleben. Janis und Abner sind tot. Wahrscheinlich, falls man es noch nicht bis hierhin gemerkt haben sollte, jetzt der Tipp: Benutzt die Wasserpfeile, Junge. Warte. Was ist das? ...2000 habe ich schon eingenommen. Damn. Wie Stone recht nur hat. Damit, dass es... ...als Tribut an Thief gemacht wurde. Okay. Ah, oh, es ist hier zu hell. Warte, ich könnte jetzt endlich mal einen Gaspfeil probieren. Ey, brauchst du Gas? Brauchst du Gas? Hast du Gas? Brauchst du Gas? Hast du nicht Gas, wie es aussieht? Warte. Das Licht enthüllt einen Schatten, die Störung der Ruhe. Ich habe auf den rechten gezielt und der linke ist umgefallen? Why? Weil es auch so ein Luftanbeter ist? Ein Luftikus? Ja. Suck it. Könnte sein. Aber zwei Stück, die in beide Richtungen gucken, ist ein bisschen ungeschickt. Da hätte vielleicht noch ein Lärmpfeil geholfen, aber ich glaube, die hatte man gar nicht zur Auswahl. Für die Mission. Alles klar, Malkador. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Der rechte hat gefurzt und der linke ist umgekippt. What? Ist dies eine Vision? Natürlich ist das nur eine Vision. Ich weiß nicht, ob jemals irgendetwas Nerim überholen kann. Mit was? Von der Qualität her, oder? Gaspfeil, obere Visierung wie beim Feuerpfeil und dann am besten auf den Boden zielen, da fallen gleich mehrere rum. Ja, das mit der oberen Visierung habe ich gerade eben gesehen, dass es mit oben zielt. Mit dem zweiten Pfeil dann, den ich geschossen habe. Aber mich hat es gewundert, weil ich habe auf den rechten Typen gezielt. Das heißt, der Pfeil ist näher am rechten explodiert, aber der linke ist umgefallen. Also ich gehe davon aus, dass er einfach immun dagegen war oder sowas. Ups. Okay. Fucking bejesus. Warte. Bisschen höher, mein Freund.
Hab heute für meine Familie gekocht, bin daher erst jetzt mit dabei. Wow, so spät. Was hast du alles gekocht? Jetzt bin ich neugierig. Ich möchte auch was davon haben. Was meint ihr? Reicht ein Seil? Wir werden es gleich wissen. Nein, ein Seil reicht nicht. Nein, ich habe gespeichert. Fuck. Falsche Taste gedrückt. Ja. Gab es irgendwann vor kurzem einen Kontrollpunkt oder sowas? Ja, okay, dumm gelaufen. Einmal nicht F12, sondern F11 gehämmert und dann sowas. Okay, ich mache die Mission heute auf jeden Fall nicht mehr fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier schon hatte und was nicht. Ich hatte ja nicht mal die 1500 Münzen. Goddammit, falsche Taste gehämmert. Mir ist zum ersten Mal passiert, dass ich richtig Progress damit verloren habe. Zum ersten Mal. Das ist bitter. Schade. Naja. Jetzt muss ich immerhin keine Sachen mehr lesen. Yay. Vielleicht muss ich mir das speichern. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Ist hier der Quicksave überhaupt eingespeichert? Oder ist es eine... Doch, hier, warte. Sind F5 und F9 mit was anderem belegt? Dreieckiger, gezackter Dietrich. Okay, ja, das ist egal. Und F9 nicht. Das ist halt das Problem, wenn die Quick-Save-Taste und die Quick-Load-Taste direkt nebeneinander sind. Und wenn ich dann halt schnell so, neu laden, dann rutsche ich zufällig aus. So. Jetzt habe ich es aber wie gewohnt auf F5 und F9 gelegt. Spätestens jetzt. Okay, aber ich werde hier so oder so später nochmal hingehen, wenn ich den Hebel habe. Das heißt, so viel haben wir gar nicht verloren, weil den Weg, ich muss zwar nochmal die Gegner da hinten töten, aber den Weg werden wir sowieso am Ende nochmal entlang laufen. Jetzt muss ich nur diese Ecke nochmal machen. So. Ich denke, ich werde noch... Oh, den habe ich vergessen. Okay, okay. Über die... Really? Ich habe gerade eben so schnell geschossen. Ich habe das Geschoss von dem Viech mit meinem Geschoss abgetroffen. Lamm mit Senfstone. Oh, lecker. Ich habe seit längerer Zeit mal wieder Bock auf Rippchen oder sowas mit Senf. Das wäre der Hammer. Ist jedem in dem Spiel sicher mal so ergangen, ja. Diesmal gehe ich in diese Richtung. Hat Mubot oder wer auch immer die Songs für Mumi macht meinen Song-Request für nächstes Mal mitbekommen? Ich weiß nicht, Maximus, ich glaube nicht. Früher war F5 noch nicht so üblich, ja, ja, glaube ich auch. Ich meine, wer auch immer den Mod hier erstellt hat, für den war F5 auch nicht üblich. Sondern halt F11 und F12. So. Hab gerade ein Paket geöffnet und die Firma, die das Produkt vertreibt, heißt Sad Trading. Was? Der traurige Handel.
Wir haben ein neues Produkt für Sie. Was ist es denn? Unsere Tränen. In kristalliner Form. Das hört sich eigentlich ziemlich gut an. Heute kein Stardew Valley. Nein, ich glaube nicht. Oh, guck mal. Das letzte Mal bin ich an diesem Raum vorbeigelaufen, habe aber die Sachen nicht eingesammelt. Siehst du mal. Man sieht immer wieder Neues. Oder doch? Nee, ich kann mich an eine Maske erinnern, aber die habe ich woanders eingesammelt. Ah, okay. Man lernt nie aus. Alte 4 zum Neuladen, ganz genau. Hier geht's weiter da oben, ne? Dann lass mich mal, bevor ich da weitergehe, erstmal wieder diesen Bereich hier kurz fertig machen. Und dann sehen wir weiter. Sure AI sind nicht nur Modder, sondern auch die Besten in Sachen schöne Geschichten zu schreiben. Mia, Arkwend und Nerim haben es gezeigt. Ja, die Leute von Sure AI sind ziemlich gut. Kann man nichts sagen. Können auf jeden Fall mit vielen von den Größeren mithalten. Was Storywriting angeht, finde ich. Okay, ich glaube, ansonsten war ich hier mit der Ecke schon fertig, oder? Oder gab es in dieser Richtung... Nope. In dieser Richtung noch irgendwas? Eventuell hier noch. Stream hängt auf meinem Handy übelst. Ach, und das ist wieder... Ach so, okay. Das ist hier weniger komplex, als ich das in Erinnerung hatte. Gut, umso besser. Die besten Storyteller sind ohnehin Bethesda. Ganz genau, natürlich. Ist ja klar, hier. Vor allem die Hauptstories waren immer der Wahnsinn. Beste ever. Ich meine, gerade wenn du auf so Sachen wie Hauptstory... Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich nachgucken wollte. Da muss ich nochmal zurücklaufen. Hauptstory, Charakterentwicklung und sowas. Und dann vergleichst einfach das Writing, zum Beispiel Breaking Bad und Oblivion, ja. Ich meine, Oblivion ist einfach ganz klar überlegen. Weil Oblivion hatte so ein gutes Writing, die haben neue Maßstäbe gesetzt. Und ich bin echt stolz auf Bethesda, was sie da geschafft haben. Absolut. Das habe ich wieder mit F11 gespeichert aus Gewohnheit. Ich sehe schon, komm, aus Gewohnheit werde ich wieder irgendwann so komisch laden. So. Was? Ah, hier bin ich. Okay, also nochmal ein extra Weg, nochmal ein anderer Weg, um hier auch hinzukommen. Okay, den Weg kenne ich dann wieder. Jawohl, jetzt sind wir wieder hier. Warte, kann ich vielleicht auch irgendwie den Quicksave eventuell... Warte, drücke Taste, Schnellspeicherung, Escape, Alt Backspace, um Verbindung zu löschen. Löschen, Schnellspeicherung laden, löschen, wir machen das leer und jetzt belegen wir nochmal neu. Damit nur F5 und nur F9 da sind. So. Okay, F5, F9. Alles klar. F11 und F12 machen nichts mehr. Gut. Nicht, dass ich zufällig die anderen Tasten drücke und die sind immer noch so belegt aus Gewohnheit. Just in case. Alles klar, mach's gut, Stern. Auch wenn Oblivion ein Hit war, aber von der Landschaftsgestaltung wie Morrowind kommen die nicht mehr so schnell ran. Ja, das stimmt absolut. Wisst ihr noch, wie man 9 Oblivion-Tore vor jeder Stadt schließen musste? Ja, das war der Hammer, ey. Das war vom Storytelling absolute erste Sahne. Also, da haben die richtig gezeigt, was sie können. Das hat mich echt beeindruckt damals. So wie jeder hatte seine eigenen Beweggründe, alle haben gelitten und sowas. Das ist voll gut gewesen mit den Oblivion-Toren. Ich finde, was auch eine ganz gute Story hat, ist zum Beispiel Tetris. Weil
Weißt du, da hast du den einen viereckigen, dicken Block, der immer vom langen Block gehänselt wird, weil er nicht die gleiche Körperfigur hat. Das ist wirklich mit Hänseleien und sowas. Da wurde schon viel gemacht damals. Was sagen wir denn dazu? Das kann man nicht unterschätzen. Wer stört diesen Ort? Versuche nicht zu fliehen. Labernett, du hast mich doch das letzte Mal auch nicht gesehen hier. Die Schatten schützen dich nicht für immer. Ich warne dich. Erhebe nicht deine Waffen gegen mich. What? Laber kein Müll. Welche Visionen verwirrt mich? So, warte, jetzt bin ich im Schatten. Der Wind spielte mir einen Streich. Und ist das immer noch ein Wind? So. Söderle. Okay. Zack, zack. Die Sachen lese ich zwar nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich, zumindest, jetzt weiß ich nicht mehr, was es war, dann doch nicht. Dass ich zumindest mal in die ganzen Sachen nochmal reinschalten muss. Ich denke nicht, dass es hier bei Thief so ist, aber dass ich immer wieder mal trotzdem die gleichen Objekte öffnen und schließen muss. Sodale. Wie heißt's? Falls irgendeines der Objekte ein Trigger ist und falls ich dann den Trigger triggern will. Ne? So. Die glauben dir das auch noch mit dem Storytelling. Natürlich, ich spreche die Wahrheit. Weißt du, Oblivion, Tetris auch. Die ganz großen Dinger. Ganz großen Dinger. Holen wir mal das jetzt auf den Boden hier. Nichts. Auf dem Boden hat es irgendwie weniger gebracht. Warte. Warte, ich schieß dem jetzt mal genau auf die Brust. Ja, guck, der... Ja, okay, alles klar. Bleib stehen! Die Dunkelheit möge dich... What? Das letzte Mal? Okay, vielleicht war ich zu langsam. Das letzte Mal hast du dich doch auch nicht bewegt, Junge. Das Licht enthüllt einen Schatten. Was? Stehen. Bleib stehen! Fühle den Stachel meines Zorns. God fucking... Die Erde beschützt mich. Ein Scheiß macht die Erde. Das letzte Mal hat so gut funktioniert und jetzt nicht mehr. Ich bin schwer enttäuscht. Ich habe mich jetzt im Häkeln weitergebildet. Oh, nice. Obwohl das Zeug für meinen Bruder schon fertig ist, soll ich irgendwem einen Schal oder sowas häkeln? Ich liebe selbst gehäkelte Schals. Ich habe auch einen von Sabrina. Mass Effects gibt's auch in Deutsch, Französisch und Englisch. Stimmt, ja. So. Du solltest deine Atmung besser kontrollieren können. Ich sag's dir, das ist nicht gesund. Vor allem, wenn du planst, Sport zu machen, ist eine korrekte Atmung sehr wichtig. Ja, ja, ja. So, hier ist mein Todesraum vom letzten Mal. Guck mal, ging doch ganz fix. Haben wir ihn ja schon wieder. So, dann lassen wir einmal so. Und dann einmal zur Mitte hin ein bisschen versetzt. Okay, vielleicht sollten wir das eventuell nochmal laden. Ich habe nicht viele Seilpfeile. So viel zum Thema. So, Pompf. Goddammit. Junge, treff. Gut. Nochmal safen. Du! Alles nach Plan. Fühle den 2 mm Stachel meines Zoo. Okay, der ist eine halbe Stunde zu spät gekommen. Vielleicht sogar eine ganze Stunde. Einen Käseschal machen.
shit. Enomine! Ich weiß nicht, wie mir das jetzt kommt, aber... Nichts? Hm. Vielleicht... Ausmachen? Und dann öffnen? Verarsche. Verarsche! Da ist ja wirklich gar nichts drin. Unfassbar. Gut, dann halt nicht. Vielleicht kommt ja später noch irgendwas dahin. Wer weiß. Wie gesagt, du bist zur alten Frau, die häkelt und Schnulzen anschaut. Man kann das doch auch früher machen. Wer sagt denn, dass man für Schnulzen alt sein muss? Hm. Fuck, jo, ich hab grad getrunken, meine Fresse. Oh, ich hätte es fast wieder ausgespuckt. Ich dachte, hier wäre irgendein Monster unterwegs und hätte die getötet. Muss das so plötzlich passieren? Jesus, Maria. Alter, jetzt habe ich Caps Lock gedrückt und alles mögliche. Warte kurz. Ich muss wieder meine Tasten normal drücken. So. Gute Nacht, Aelirus. Der Wind bläst, das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Ja. So einfache Sachen erschrecken mich, es treibt mich in den Wahnsinn. Absoluten Wahnsinn. Er ist so nah. Tuna. Die Luft. Wollte er gerade sagen, die Luft ist rein? Ne, wahrscheinlich wieder so ein Magierspruch. Die Luft ist mit mir. Oder vielleicht auch nicht. Schade, dass dir Luft nicht viel bringt gegen einen Knüppel. Knüppel, bester Mitarbeiter. Träum süß von sauren Gurken, Aelirus. Aber wieso man süß über was Saures träumen? Ich verstehe nicht. Etwas stört die Ruhe. Nein. Es herrscht völlig... Wow. Null Problemo. Was ist das? Hebel! Das soll ein Hebel sein? Verarscht? Achso, ihr könnt es gar nicht sehen. Das ist doch kein Hebel. Ja, ihr habt ja gesehen, wie es da gelegen hat. Mann, fast ein Opferaltar oder sowas. Zwei Fackeln im separaten Raum, extra ein Podest. Unser Artefakt. Was ist es denn? Ein Hebel. Ach so, cool, cool. Coole Sache, coole Sache. Das Licht enthüllt einen Schatten. Ups. Die Vision war falsch. Du gehörst nicht hierher. Du kannst dem Unausweichlichen nicht entfliehen. Wem sprecht ihr heute? Achso, ich habe letztens gesehen, dass Rycross to the Moon gestreamt hat. Redet ihr gerade darüber? Deswegen so neben To the Moon stricken und so weiter? Sich in den Schatten zu verbergen, enthüllt deine Furcht, Eindringling. To the Moon will ich auch noch unbedingt irgendwann richtig zocken, weil ich ja das eine Mal unterbrochen wurde. Kurz bevor ich es durchgespielt hatte und deswegen würde ich es gerne nochmal in seiner ganzen... Möge dein Körper die Erde nähren. Hier ist absolute Dunkelheit! Wie kannst du mich sehen, Junge? What the fuck? Die Dunkelheit wird dich nur kurz schützen. Ayo, steht mir gegen den Fremden bei. Fühle den Stachel meines Zorns. Goddammit! Kurz bevor ich dich schlagen kann. Solange du kannst. Wir wünschen, allein gelassen zu werden. Dreh dich um. Ah.
So, warte. Okay, langsam. Gibt's jetzt auch auf Deutsch? To the Moon, oder was? Gut, machst du das. Ausgezeichnet machst du das mit deinem Wacheschieben hier. So. Ist in diesem Grab was, oder war das auch nur eine Giftwolke? Die haben einfach nur Fallengräber hier. Betrug! Oh, ich konnte die Urne mitnehmen. Ich habe jetzt schon wieder fast mein Ziel eingesammelt. Wow, hier gibt es so viel einzusammeln. Hätte ich fast sogar eigentlich noch Experte auf Experte machen können. Wäre auch wahrscheinlich gegangen. Gute Nacht, Vafilia. Ananas und ich haben zugesehen. Ja, ich habe gesehen. Ich habe ja auch kurz gesehen, dass er es gestreamt hat. Und bin dann mal bei ihm vorbeigegangen und habe, aber nicht lang, nur so kurz, so 20 Sekunden oder sowas, kurz eingeschaltet. Habe gesehen, dass ihr beiden da wart. Ich habe euch gestalkt. Gestalkt. Aber dann musste ich auch wieder weiter schneiden, also von daher. So, dann sind wir hier fertig. Loot eingesammelt, alle ohnmächtig geschlagen oder getötet. Hier war wieder die Falle, aufpassen. Jawohl. Und jetzt haben wir das Wichtigste, den Hebel. Dann. Mir stellt sich gerade die Frage. Feuertalisman ist in einem Turm ganz am Ende. Feuertalisman ist unser Hauptziel, oder? Ich frage mich gerade, was das Zusatzziel ist. Bergen Sie die Medaillons der Hüter von der verschollenen Expedition. Ich frage mich, kann ich jetzt einfach wieder zurück und hier weitergehen, dort wo ich das letzte Mal schon war? Oder sollte ich nochmal zurückgehen hier in diesen kleinen Extra-Bereich? Ihr müsst mir ja nicht sagen, was dort ist, aber ihr könnt mir ja sagen, sollte ich da nochmal zurück? Weil wenn dort zum Beispiel nur mehr Geld ist oder sowas, einfach damit ich mehr Kohle einsammeln kann für das Ziel, dann lasse ich das links liegen. Dann ist mir das egal und dann gehe ich lieber da lang, weil, ja. Aber wenn ihr sagt, ey, da ist gutes Design oder da ist irgendetwas anderes Gutes, kann man schon mal hin, dann gehe ich da natürlich hin. Aber wenn das einfach nur so gleich aussehende Dinger sind oder irgendwie sowas, dann könnten wir eigentlich auch gerne drauf verzichten. Ja! Natürlich. Hab's gewusst. Schau mal, ob du schon ein Medaillon hast. Nee, sonst wär ja mein Questziel erfüllt, oder? Über 3000 gibt es, glaube ich, hier an Wertsachen absolutes Lootparadies. Ah, nice. Warte, ein bisschen weiter runter. Ich habe mir beim letzten Sprung schon überlegt, soll ich noch ein bisschen weiter runter gehen? Habe ich nicht getan und sofort bereut. Twitch fickt echt immer meinen Rahmen. Oh Gott. Rahm. Meine Rahmsoße. Magst du was von meiner Rahmsoße haben? Nein. What the fuck? What the fuck? Muss eigentlich nur gucken, wo diese alten Hüterleichen liegen. Alte Hüterleichen? Kann mich gerade nicht erinnern. Waren die Kugeln Hüter? Nee, ne? Und das sind Magier. Was sind Hüterleichen? Vielleicht habe ich sie auch schon gesehen. Ich kann nur mit dem Namen Hüterleichen gerade nicht so viel anfangen. Sind Mods online? Jetzt gerade glaube ich nicht. Quoted. Mit welcher Software machst du die Stimmveränderung? Das ist keine Software, das ist mein Mischpult. Ich mach das mit meinem Mischpult.
Eines hast du beim Vorbeigehen eingesammelt. Aha. Okay, warte, lass mich kurz mein Inventar durchscrollen. Könnt ihr jetzt zwar nicht sehen. Mine, Papyrus, 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 Hebel, Schriftrolle. Nee, also im Inventar zumindest. Ich weiß nicht, ob es zu den Loot-Items zählt, aber im Inventar habe ich es nicht. Die Hüter hatten dort die Talismane versteckt. Ja. Von denen sind die Tagebucheinträge mit den Schlüssellöchern drauf. Ah, okay. Und die hatten Medaillons bei sich, die du bergen sollst. Die Medaillons. Ja, ich soll alle einsammeln. Also ich habe die Bücher mit den Schlüsseln gefunden, aber ich kann mich nicht erinnern, ein Medaillon gesehen zu haben und das eingesammelt zu haben. Die Magier sind nochmal eine Extra-Gruppierung, alles klar. Habe ich bisher jedes Mal tatsächlich so ein Medaillon übersehen? Also hier ist zum Beispiel so ein Tagebuch, ne? Aber hier ist keine Leiche, kein Medaillon. Ach so, das war das Talisman dort hinterlegen. Aber das ist der Feuertalisman, ganz oben auf dem Turm. Okay. So, warte mal. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wo wir schon waren und wo wir noch nicht waren. Also ich weiß, dass wir hier schon waren, aber noch nicht in diesem Durchlauf, wo ich neu geladen habe. Genau, das war hier Sackgasse. Muss wirklich ein Skelett dabei liegen. Okay. Gut. Aber neue Freunde finden und das nachts. Am Tag kann das jeder, nur nachts findet man die wirklich interessanten Persönlichkeiten. Oder die zwangsneurotisch gestörten Persönlichkeiten. Eins von beidem. Wähl dir eins aus, aber ja. Ups. Warte. War ich in diesem Durchlauf schon da drüben? Ich glaube schon. Jetzt, ich möchte gerne nochmal zurücklaufen in diese Stadt rein und in diesem kleinen Extrazipfel vorbei. Noch 2 Tage und ich habe die Win-Map fertig. Nice. Nachdem Moobot noch da ist, versuche ich meine nächsten Song-Request für den nächsten Mumi. Song-Request. Ich wüsste sogar theoretisch, wen ich schon zum nächsten Mod machen würde. Einfach so, um die Front mal wieder ein bisschen zu verstärken. Weil man hört ja auch auf zuzuschauen und so weiter. Genau, jetzt bin ich hier. Jetzt ist die Frage, in was für eine Richtung wollen wir gehen? Jetzt will ich in diesen Zipfel da an der Seite. Wenn ich da lang gehe, komme ich hier raus in die Mitte. Das heißt, ich will, falls man das so übertragen kann, genau gegenüber. Aber da ist nichts. Fuck. Ich muss nur fragen, ob die Person auch Mod werden will. Wir sind wieder ein paar Mod-Vorgänge durchgeswitcht. Aber Rykros und Aratil sind immer sehr zuverlässig und oft da. Oh! Nice. Hier ist wieder ein Skelett. War das so ein Ding? Gerade eben? So ein Armreif. Something, something. Something. Hier gibt es noch so viele Gebäude und ich glaube, ich war in keinem einzigen drin. Ich kann mich erinnern, dass die Stadt hier war, aber ich bin nie reingelaufen. Fucking, are you serious? Oh, ich dachte schon, ich kann reinschleichen, aber nicht mehr raus. Junge, ist das ein Geheimgang oder so? Oder einfach nur eine verkackte Wand? Könnte auch eine verkackte Wand einfach sein. Wer weiß. Habe ich wieder goddammit gesagt, echt? Goddammit. Nein! Fuck. Das war sogar fast unabsichtlich.
Ich sag gar nichts mehr. Mir alles gerade egal. Ich sag überhaupt nichts mehr. Gerade alles egal! Um genau zu sein, habe ich zwei Personen als Mod im Kopf. Ich werde erstmal die eine fragen und dann die andere. Und dann mal schauen. Oh nee, das führt mich ganz zurück. Vielleicht hier entlang? Nee, hier war ich schon. Kann mich erinnern, wie ich über die Dächer gehüpft bin, aber das hat mich auch nicht in den nächsten Stadtbereich reingeführt. Warte, hier bin ich noch nicht lang, oder? Und das Gebäude hoch. Ah ja, guck. Hier sind auch wieder ein paar Knochen gewesen und ein Teller. Aber nur Loot, sonst auch nichts. Gut, immerhin war ich noch nicht hier. Die eine und die andere. Zwillinge, du bist versautst. Oh, natürlich. Zwillings-Action. Oh, yeah. What? Der sieht noch besonders aus. War ich hier schon? Ich glaube schon. Fuck. Wo genau muss ich lang? Ich glaube, das ist irgendwo ein kleiner Gang, irgendwo aus dem Bereich heraus. Wenn ich wenigstens wüsste, in was für eine Richtung... Okay, die Karte ist nicht besonders genau, muss man dazu sagen. Das heißt, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass ich irgendwie in eine richtige Richtung gedreht bin. Hier komme ich wieder in den vorherigen Bereich, ne? Genau, hier komme ich wieder hierhin. Theoretisch müsste ich hier rein jetzt laufen und dann nach links. Von mir aus gesehen nach links. Und dann irgendwo in den Bereich rein, falls es genauso richtig ausgerichtet ist, aber... Hier gehe ich schon nach links bereits, wenn ich hier hingehe. Ups. Das heißt eigentlich hier. Oder hier lang und dann da nach links? Ah, Mann, Mann, Mann. I don't know. Vielleicht auch über die Dächer oder so? Nee, das führt mich jetzt zu weit weg. Da kann ich nicht mehr nach links laufen. Ja, oder hier von der anderen Seite, genau. Das müsste hier sein oder irgendwo da oben sein. Aber... Das geht? Ich dachte, die Mauer wäre zu hoch. Okay. I take it. In dem Level nutze ich, wenn dann, sehr oft den Kompass. Ja, Kompass wäre auch noch eine Idee. Hast du recht, habe ich nicht dran gedacht. Aber bisher brauche ich ihn nicht. Vielleicht wäre es aber eine Idee. Nee, das ist ja der Bereich, den ich vorhin gemeint habe. Hier bin ich schon lang gehüpft, ja. Wenn ich jetzt mal den Kompass raushole. Mal gucken, ob der Kompass mit der Karte übereinstimmt. Da ist er. Wir wollen nach Osten. Ja, okay, ihr könnt den Kompass jetzt gerade nicht sehen, aber Osten ist in der Richtung, ja, genauso wie ich es mir gedacht habe. Also ich habe die Karte schon richtig gelesen und alles. Aber vielleicht irgendwie über die Mauer rüber? Es klingt so irgendwie so ungewöhnlich und alles.
Gute Nacht, Vivi. Gute Nacht. Lass mich nochmal kurz gucken. Mit Schrägstrich Mods. Wer ist denn alles Mod? Eins, zwei. Ja, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Fünf und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Weil ich hab's mir eigentlich immer gerne, dass die Anzahl meiner männlichen und weiblichen Mods immer so ausgeglichen ist. Einfach so, zum Spaß. Und momentan ist es 5 zu 6. Aber von den weiblichen Mods schaltet heutzutage kaum noch wer ein. Das heißt, wahrscheinlich werde ich, also meine Ideen sind weiblich. So. Ja, Osten, das ist hier. Aber hier gibt es auch nirgendwo irgendwelche Balken oben. Ich kann keine Mauer entlang springen. Es muss einen anderen Weg geben. Aber what the fuck? Hier? Nein. Das ist viel zu merkwürdig. Da komme ich auch nicht hin. Komm schon! Es ist fast... Ich schaffe es... Ein paar Millimeter. Weiß nicht, ob das was gebracht hätte, aber hier gehe ich genau in die entgegengesetzte Richtung. Oh Mann! Jetzt habe ich hier auch schon überall geguckt. Hier gehe ich auch weg davon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Muss ich da hin? Frauenquote. Ja, also ich sag's, also nicht wegen Frauenquote oder so, sondern ich sag einfach mal so, ich habe auch einen männlichen Kandidaten zum Beispiel, der mir spontan sofort einfallen würde, den ich zum Mod machen würde, oder Mod machen könnte, aber wenn ich dann die Wahl habe und halt sagen kann, ja, okay, ich mach das jetzt, das geht vielleicht auch noch in den Osten rein. Bin ich da hoch irgendwie? Ist viel zu hoch. Wenn ich dann die Wahl habe, jetzt weiblichen oder männlichen Mods zu erwählen und ich auf beiden Seiten denke, beide sind gleich gut dazu geeignet, dann werde ich natürlich den nehmen, bei dem ich denke, dass es... Vielleicht hier? Einfach so, zum Spaß, um das auszugleichen. Ja, das ist hier neu gewesen, hier war ich noch nicht, aber das bringt mich auch nicht weiter. Goddammit, ich war so stolz auf mich, was Neues gefunden zu haben. Und dann war es nix. Jesus. Ja, mich interessiert es auch, was dort... Ups. Mich hat ja auch echt interessiert, was dort ist. Und mich macht es auch echt neugierig, aber mich macht es gleichzeitig wahnsinnig, dass ich es nicht finden kann. Hier, in diese Richtung. Warte, aber da auf der anderen Seite von diesem Lava... Da ist wirklich nur Wand, oder? Da ist kein Gang nach oben oder sowas. Nee, da ist wirklich nur Wand, okay. Ups. Zählst du Rykros eigentlich zu den männlichen Mods? Nee, das ist Neutrum. Rykros ist Neutrum, ist ja klar. Hier irgendwo. Ja, okay, ich glaube, vielleicht, ich glaube, ich gebe es tatsächlich auf. Also, ich sehe jetzt... Ich hoffe, ich werde das storymäßig nicht tatsächlich hin müssen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich versuche irgendwie krampfhaft nach Osten zu kommen, aber ich schaff's einfach nicht.
Was suchst du denn jetzt genau, Yoroshku? Ich suche diesen letzten Kartenabschnitt hier. Wir sind ja da hergekommen, wir haben uns das hier angeguckt. Ich weiß nicht, ob wir uns das da oben angeguckt haben. Wir waren hier, wir haben hier alles erkundet und gemacht. Wir waren hier und ich versuche nach Osten hier in diesen letzten Bereich reinzukommen. Aber ums Verrecken kann ich nicht den Zugang finden. Lava, ups. Ja, ich hoffe, da wird nichts Wichtiges sein. Ich glaube, ich gehe dann einfach mal. Oh oh. Yoroshku sagt, dann einfach Marktplatz? Also wenn es einfach wäre? Was ist denn der Marktplatz? Ist das der Marktplatz oder das der Marktplatz? Ich nehme an, das mit den drei Ehren hier. Marktplatz? Und dann sollte es davon abgeben. Genau, und im Marktplatz gehe ich nach Osten. Und im Osten, jetzt bin ich in diesem Bereich. Und jetzt versuche ich, dieses letzte Stück noch nach Osten zu gehen. Aber es muss irgendwo was Kleines, Verstecktes, Unauffälliges geben. Also außer, wenn ich jetzt noch einen heißen Tipp bekomme. Haha, wegen der ganzen Lava heißer. dann kann ich nochmal gerne gucken gehen, aber ich glaube, ich gebe es tatsächlich auf. Ich sage mal, wir kümmern uns lieber um den anderen Kram. Vielleicht hier noch irgendwie über die Dächer? Vielleicht hier oben auf der Stadt irgendwie? Über die Dächer bin ich noch nicht gelaufen eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob mir das was bringt, über die Dächer zu laufen, aber... nee. Upsa. Wie wär's mit Stardew Valley bis Mitternacht? Nein, nein. Ich werde vielleicht noch morgen, übermorgen, je nachdem wie weit ich komme, hier und da ein paar extra Streams machen. Aber... ich möchte noch unbedingt für YouTube die Folgen fertig schneiden. Ich muss noch zwei Folgen schneiden. Was war da hinten gerade? Bitte nicht so Sachen sagen wie gerade eben oder irgendwie sowas. Wegen dem Delay ist das immer ein bisschen schwer zu sagen. Was ihr meint mit da. Nee, damit komme ich wieder nur zurück zum Markt. Also zumindest hier. Nee, ich finde es heute nicht mehr. Okay, dann... ich hoffe, da war nichts, was ich für eines der Storyziele brauche. Ich gehe mal jetzt weiter. Ich gehe zurück in den Markt und mache einfach mal weiter. Nee, ich rede nicht von den Medaillons. Ich wollte nur in die... ich wollte einfach nur aus Neugierde in den einen Bereich da reingehen. Einfach nur aus explorativer Neugierde. Aber meine Neugierde bringt mich noch um. Naja, macht nichts. Macht nichts, geh mal weiter. Was, Beziehungen sind dafür da, sich nachts zu wärmen, wenn man keine Heizung sich leisten kann. The fuck. Und ja, das stimmt. Auf Sex sollte keine Beziehung basieren. Aber, ich fand's schon immer komisch, wenn Leute sich in Discos oder so getroffen haben, miteinander geschlafen haben und dann, okay, einige belassen es natürlich nur bei einem Quickie, aber miteinander geschlafen haben und dann darauf eine Beziehung aufgebaut haben. Bei einigen funktioniert das tatsächlich sehr lange, über Jahre hinweg. Kann auch mal funktionieren. Aber ansonsten ist das eher... ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu altmodisch. Kann auch sein, aber das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Und nein, sollte nicht auf Sex basieren, aber Sex ist trotzdem ein Bestandteil davon. Man möchte ja auch schließlich den Körper des Partners zu wertschätzen wissen. Den Charakter natürlich auch. Charakter ist sehr wichtig. Und das Schönste an einer Frau ist sowieso ihr Lächeln. Aber trotzdem finde ich, gehört das dazu. Hallo, Hijack, du kommst genau richtig.
So. Okay, dann sind wir wieder hier. Ich hoffe nur, ich habe jetzt beim zweiten Durchgang nichts irgendwie übersehen oder liegen lassen. Ich glaube aber nicht. Na, da komme ich gerade richtig. Aber wir haben gerade angefangen, darüber zu reden. Und genau dann flupst du rein. So. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee, oder? Okay. Aber hier waren wieder die Magier, ne? Also zwei Stück im Keller, nicht so viele. Die gehe ich auch gleich aufräumen. Jetzt muss ich nur noch mal... Oh! Das ist mir gar nicht aufgefallen das letzte Mal. Das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Das Feuer brennt! Mein Herz brennt. Ich habe ganz vergessen, wie viel Loot es hier gab. Extra Raum, ja, ich erinnere mich. Oh, okay. Gut. What does the Ramus say? Was? Der Ramus? Was für ein Ramus? So. Der eine war da irgendwo nebenan direkt, in einem Parallelgang. Ich sammel dich gleich ein. Mit einsammeln meine ich erschlagen. Ich sammel dich ein. Oh echt, das ist aber nett. Puff. Ganz genau, ich bin super nett. Ramus gleich League of Legends. Ah, okay, wusste ich nicht. Ich spiele kein League of Legends. Ich bin so ein Noob. Oh Gott. Ich werde meinem Pfad durch... Welche? Stehe stille wie ein Teich im Winter. Was für ein Teich im Winter? RPG-Freak, ey. Siehst du den Tod in der Dunkelheit? Komm raus aus der Lava, Mann! Er verbirgt sich im Schutz der Dunkelheit. Doch die Zeit... Ich komm... Guten Abend, gute Nacht. Suck it. Das letzte Mal habe ich aber bei ihm auch Leben verloren. Das weiß ich sogar noch. Weil seine Position ist da so ungünstig. So. Okay. Stone streamt immer noch? Ja, ich will eigentlich die Mission gerne fertig machen. Eine Störung ist fühlbar. Zieh den Pfeil, Garrett. Etwas stört die Ruhe. Kai. So, genau, hier war... Gut, der Heiltrank. Können wir gleich den einen Feuermagier von gerade eben ausgleichen. Ich baue Schutz vor den Winden. Huh. Sehe die weite Erde und verbrenne im Koks. Ich mag Koks. Bitte zitiert mich nicht. Ach, fuck, warum habe ich daran erinnert? Ich habe wieder vergessen, ob wir die Zitierfunktion haben. Ich meine... Der Wind bläst, das Feuer lalala. Die Erde bebt, das Wasser fließt. Die Erde bebt, das Wasser fließt. Fliehe nicht. Du kannst mein Schicksal nicht verändern. Du kannst mein Schicksal... Piece of shit! Wo ist dieser Luftikus, der das letzte... Oh, alles klar. Seit wann läufst du hier lang? Ah! Jede Bewegung bringt dir... Ja. Will dein Körper die Erde nähren. Oh. Fuck, du hast mich noch getroffen? Are you kidding me? Goddammit. Steht mir gegen den Fremden.
Er dreht sich sofort wieder um. Gut zu wissen. Ich wollte eigentlich mich jetzt umdrehen, ihm hinterherlatschen und dann runterschlagen, aber... Mein Freund, du gehörst nicht hier. Der Knüppel kurz an ihm vorbei. Fuck you! Und dieses Mal macht er... Ich verstehe nicht, wann er die Route macht und wann nicht, Mann. Fliehe nicht. Flieh. Du kannst mein... Du gehst mir so auf den Sack, Junge. Ich warte jetzt kurz, bis er rauskommt und dann hau ich ihn, wenn er sich umdreht und wieder rausgeht. Hast du gesagt, dass du die Mission sowieso nicht fertig kriegst? Ja, ich will mindestens zur gleichen Stelle spielen, wo wir vorhin waren. Deswegen. Ich werde meinen Pfad beschreiten, bis das ewige Feuer mich verzehrt. Die Nase juckt so sehr. What? Die Winde sind nicht im Gleichgewicht. Da sind noch mehr? Der Wind bläst. Ich hätte schwören können, dass da nur einer war. Aua, oh, aua, oh Gott. Ist ja nur noch der Bereich, der danach kommt, ja. Wie konnte ich das letzte Mal den Typen so leicht erledigen und jetzt tue ich mich so schwer? So, war da jetzt wirklich noch einer? Nö, da ist gar nichts mehr in der Ecke. Warum macht er... Wieso ist er auf der Patrouille in dem Bereich, wo es nichts gibt? So, jetzt fehlt mir noch der Typ hier. Wie habe ich den das letzte Mal geschafft? Mit Gewalt erreichst du nichts. Eindring. Ah, okay. Irgend komisch um ihn herum getänzelt. Gut, jetzt haben wir's. Der Wind bläst, das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Ach so, ja, stimmt. Da waren ja noch irgendwelche Leute in einem anderen Stockwerk, die ich das letzte Mal nicht sehen konnte. Ein Hebel. Da fährt jetzt die Brücke raus. Gut. Heute kam gar keine Twitch-Meldung, dass du streamst. Was? Ich habe glatt den Mumie-Anfang verpasst, bis ich realisiert habe, schon Mittwoch. Oh, okay. Wüsste nicht, warum das nicht geklappt haben sollte. Komisch. Ach stimmt, ich war hier noch gar nicht. Auf dem Speicherstand. Genau, der Typ hier, da oben steht. Sehe die weite Erde und verbrenne im ewigen Feuer. Ich habe nur noch nicht so ganz verstanden, hätte ich die Mission jetzt auch nicht beenden können mit meinem Sprung vom letzten Mal? Weil mir hat jetzt das ganze Rumgelaufe im Prinzip nichts gebracht, glaube ich. Hat mir nichts gebracht, außer dass ich die Brücke rausgefahren habe. Bin verwirrt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es hier noch irgendwo Loot gab oder sowas oder was genau ich hier gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall so weit gelaufen, dass ich wieder zurück in diesen einen Raum reingekommen bin. Bloß von oben. Warte, hier kann man sich sogar fallen lassen. Okay. Das heißt, das ist hier ein Weg, den ich weitergehen kann. Den habe ich das letzte Mal, glaube ich, gar nicht gefunden oder so. Oder ich bin zuerst mal den anderen Weg lang gegangen. Ich möchte schon mal einen Ausblick fürs nächste Mal haben. Dann dort geht es runter. Stimmt ja, ich erinnere mich, wie ich wieder zurückgegangen bin und stattdessen hier rüber gesprungen bin. Ja.
Ich wusste nur nicht, wo es tatsächlich jetzt weiterging und wo nicht. Genau, das war hier. Ja. Mit diesem Fallen lassen. Schalala. Schalala. Da war die Maske. Hier war der Raum der ewigen Glut und Schmerzen. Huh. Ich dachte, viel Geld ist Gottes Zeichen für du hast zu wenig Koks. What? Ich mache es so lange, bis es Quote 24 erstellt. Funktioniert das nicht? Sollte eigentlich da sein. Okay. Yo! 2500, 2700, ich habe so viel Geld. So viel Geld, ah! Cool! Mein E-Penis wächst. Auf unbeschreibliche Maße. Oh mein Gott. Absolut. So. Noch irgendwas anderes? Hier geht's nur wieder zurück in den Raum. Lalala. Da drüben haben wir alles eingesammelt. Da geht's nur wieder nach oben. Da komme ich nicht raus. Dann muss ich hier entlang. Und an dieser Stelle habe ich dann das letzte Mal gestorbt. Ich bin nicht nochmal zurückgelatscht. Ziel ist locker erreicht. Feuertalisman. Ich nehme an, wenn ich den Bereich hier ganz normal zu Ende laufe, komme ich an den Feuertalisman. Aber das Medaillon habe ich immer noch nicht gefunden. Und ich meine, ich hätte das vorhin auch noch nicht gehabt. Ich hoffe, ich muss nicht dazu den einen Weg finden, den ich noch nicht entlang gelaufen bin. Das wäre sonst ganz schön bitter. Das wäre bitter. Du hast mich überlesen. Oh nein! Ich glaube, ich bin nachtaktiv, weil ich nachts eher wach bin, besser sehen kann und es am Tag das Loch einfach viel zu hell ist, viel ich schlechter sehen kann. Ich kann nachts so sehen wie andere am Tag. Ah. Cool? Cool. Ich weiß nicht, willst du bei mir den Job als Eule haben oder sowas? Vielleicht kann als Beobachter. Aber cool. Ist auf jeden Fall deutlich besser, als nachtblind zu sein. Da kenne ich auch, also, mindestens eine Person, die, das heißt jetzt nicht, dass sie blind ist bei Nacht, aber deutlich weniger sehen kann bei Nacht. Weniger, als man sehen sollte. So. So, warte. Das liegt im Auge. Ich glaube, ich weiß, wer noch Mod werden könnte. Diese Mod-Spekulation. Also ich muss sagen, ihr wart schon zum Teil, habt ihr richtig gelegen und zum Teil falsch. Logischerweise, ihr wart ja alle mit Namen, habt ihr umgeworfen. Aber ja, ich will auch nicht offiziell irgendwelche Mods oder sowas ankündigen. So als ob es eine große Sache wäre. Oh, offiziell. Weil ich erstmal noch fragen will, ob die Personen überhaupt möchten. Weil ich will auch nicht sagen, hey, du bist jetzt Mod und dann halt. Aber diejenigen wollen vielleicht lieber entspannen, weil als Mod ist ja nicht nur ein Statussymbol oder irgendwie sowas so von wegen, oh Mod hier, oh, sondern als Mod musst du dich ja auch um ein paar Sachen kümmern und so halt, ne, Leute rausfiltern. Und wenn halt irgendjemand sich dumm im Chat benimmt und man die Person rauskickt, dann muss man als Mod dann meistens halt einstecken, ein bisschen auch einstecken, weil dann die Personen sich wieder bei einem melden. Ah, das war voll gemein. Braucht man schon so ein, jetzt nicht viel, aber schon ein bisschen dickeres Fell. Als wenn man einfach nur relaxen würde und zurück soll. Deswegen frage ich lieber erstmal, hey, wie sieht's aus? Ich habe zwar auch schon öfter Leute spontan zu Mods ernannt, ja. Aber bevor ich jemanden spontan ernenne, der dann eh oder die dann eh nie da ist, beziehungsweise da ist, aber lieber entspannen will, dann, ja. Kann ich absolut verstehen. Deswegen würde mir irgendjemand den Mod-Rang anbieten zum als Mod auch beteiligen und nicht nur als Ehrenplatz, dann würde ich höchstwahrscheinlich sagen, nee, das ist, bist du verrückt, das ist mir viel zu anstrengend. Ich komme lieber rein zum Entspannen und nicht um den Dreck von anderen wegzumachen. Ja, deswegen.
Okay. Hier geht es weiter. Ihr habt gesagt, noch ungefähr eine halbe Stunde von dem Punkt aus, wo ich schon war. Und jetzt bin ich ungefähr an dem Punkt, wo ich war. Vielleicht ein Stückchen weiter. Aber wir haben es ja bisher sowieso immer so gemacht, dass ich die Videosequenz, wenn sie denn mal dann läuft, dass ich die Videosequenz, mittlerweile habe ich so gemacht, dass ich die laufen lasse, sobald, also das Ende einer Mission, den Einstieg in die nächste Mission laufen lasse, innerhalb eines Streams. Das heißt, das wird mir so gerade recht kommen, wenn die Mission eh noch eine halbe Stunde, weniger als eine halbe Stunde geht und dann... So, wo sind wir hier? Okay, nice. Ich glaube, wir waren jetzt... Ich glaube, hier ist man ganz am Anfang reingekommen oder so. Dann am Anfang waren wir hier. Dann sind wir runter zum Markt oder hier so rüber. Da waren wir, hier waren wir, da waren wir. Hier haben wir alles erkundet, da waren wir. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich nach oben. Ding, 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 ding. Bis ans Ende. Ich hoffe, dass das hier kein Muss ist. Werden wir dann sehen. Okay, aber wir machen dann das nächste Mal an der Stelle weiter. Jetzt noch 10...